müssen wir dafür jetzt was machen, oder? Nein, das muss okay. nur ich machen. Herzlich willkommen, Sanyasa Langeroshem. Wir spielen heute Wesen im wunderschönen Königreich Bayern vor noch ein bisschen längerer Zeit. Und wer könnte es besser leiten als der liebe Zeitiger, der beste Wesen im Bayern-Leiter? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich Freut sehr. Mich, dass wir endlich mal zusammenkommen, dass wir endlich mal, nachdem das auf der Con nicht funktioniert hat, dachten wir, machen es doch gleich dann passend zum Kanalgeburtstag. Genau, sehr gut. Und mit mir heute auf Wesenjagd, wir wissen noch nicht genau, sind einmal der Jan als Eugen Richter. Hi. Und der Spoon als Silas Borelius. Einen schönen guten Abend und grüß Gott. Ich darf heute Anna-Maria Weber sein. Und passend zu der Hitze des Tages spielen wir auch ein Sommerabenteuer, richtig? Genau, wir es ist tiefster Sommer. Und gut, Klimawandel war noch nicht ganz so schlimm. Also Sommer war damals 30 Grad, nicht 34, 35 Grad wie heute. Und ihr seid aktuell in einem, ja, netten Floß unterwegs, das gerade ansetzt an der Isar. Ihr seid von München über die Isar, die heute nicht mehr so viel Wasser führt, weil eben mittlerweile der Sommer sehr fortgeschritten ist und die Schmelzwasser schon längst versiegt sind. Aber der Frühling ist entsprechend durch und es ist jetzt Sommer und ihr kommt entsprechend an einem Landungssteg an. Die Flößer vertauen kurz alles. Ihr habt eine Passage nach Allholming gebucht. Zusammen habt ihr noch einen interessanten Brief, den ihr über das Königshaus bekommen habt, beziehungsweise um genau zu sein, von dem entsprechenden Minister, dessen Sekretär hatte sich etwas gewundert über ein Anliegen, das der Graf von zu Breising, zu Moos, der hier in Allholming gastiert und dem auch die Ländereien hier gehören. Er hatte entsprechend eine Anklage wegen einem verschwundenen Kindes in dem Markt beschuldigt und wollte entsprechend eine höhere Strafe für sie erringen. Aber das brauchte dazu das Einverständnis des Königs selbst, König Maximilian II. Euch wurde versichert, diese Anforderung wurde nicht gestattet. Aber man möchte gerne, dass ihr als Geheimgesellschaft von und zu München entsprechend dem Ganzen mal nachgeht, weil der Staatsminister war ein bisschen irritiert darüber, dass das Wort Hexerei in der Anklage gefallen ist, was zur damaligen Zeit schon weit weg ist. Der letzte Hexenprozess ist mindestens 120 Jahre her. Also macht man nicht mehr. Und das hat schon ein seltsames Geschmäckle, dass ein Graf, der eigentlich besonders mit seiner weiten Verwandtschaft im Königreich zu seltsamen Anklage kommt. Und entsprechend seid ihr nun mit diesem Floß die Isar heruntergefahren und die Flößer lassen euch herunter, reichen dem lieben Eugen diverse Gepäckstücke. Die und ich dann alle aufnehme. Würde ich einfach mal sagen, wer seid ihr denn genau? Ladies first. Ja, Anna-Maria Weber, ihres Zeichens Medizinerin. Sie trägt immer einen doch recht abgewetzten Lederkoffer und passend dazu abgewetzte Schuhe, woraus man schließen kann, dass sie sehr häufig mit beidem unterwegs ist. Im Gegensatz dazu aber ein bodenlanges, nicht abgewetztes, sondern sehr der damaligen Zeit passend eher schickeres, langes Kleid in schwarz, lange Ärmel, bodenlang und auch recht zugeknöpft. Und sie wirkt auch so ein bisschen zugeknöpft, trotz ihrer 26 jungen Jahre, die da jetzt dieses Floß verlässt und nicht mal dabei diesen Arztkoffer aus den Händen lässt, aber gerne alle anderen Gepäckstücke dem guten Eugen überlässt. Ja, dann mache ich mal das Zweite als Zweites. Ne? Dann Silas ist von eher schmalerer Statur, hat lockige schwarze Haare und man sieht an seiner Blässe, dass er vielleicht nicht so unbedingt oft draußen ist, sondern eher derjenige Typ, der seine Zeit in Bibliotheken verbringt oder halt irgendwo, sagen wir mal, drin. Modernerweise würde man sagen Kellerkind, aber das wird der Sache jetzt so auch nicht ganz gerecht. Er ist Student und wie wir eben überlegt haben, würde Theologie sehr gut passen.
meistens mal was Neues, auch interessant. Er trägt ebenfalls ein Gepäckstück dabei. Das ist so ein stabil gebauter Koffer, also nicht so ein Arztkoffer wie die gute Anna Maria, sondern schon auch mit so Messingbeschlägen und so weiter, den er auch nicht so unbedingt gerne aus der Hand gibt. Und er hätte auch während der Fahrt sicherlich das ein oder andere, also die Bibel zum Beispiel, so zum Lesen gehabt. Und ich weiß nicht, gibt es auf dem Floß irgendwo eine Möglichkeit, wo man sich in den Schatten gesetzt hätte oder so? Oder ist das ganz offen? Ich meine, Floß ist ja... Ja, in dem Fall sind die Flöße damals mit Zelten und Planen entsprechend auch soweit wetterfest gemacht, weil die sind ja lange unterwegs gewesen damals. Ja, okay. Das heißt, er hätte sich, glaube ich, auch eher im Schatten aufgehalten. Und ist jetzt gespannt, was da auf ihn zukommt. Denn das ist ja schon ein Stück Geschichte, wenn er jetzt irgendwo... Aber ein Hexenprozess in unserer Zeit, das passt auch irgendwie nicht, ne? Also ja, das dann, ist schon dann, sehr, sehr dann merkwürdig. Der Professor, und, bei dem du ja studierst, der Johann Josef Ignaz Döllinger, seines Zeichens Mitglied der katholischen Kirche der damaligen Zeit und eben beauftragt für den Lehrstuhl. Spätere Zeit hat er sich dann von der katholischen Kirche losgesagt, aber das lassen wir an dieser Stelle außen vor. Okay. Ja, der fand es auch sehr ungewöhnlich. Man muss sich aber bedenken, die altkatholische Kirche ist ja jünger als die evangelische Kirche und haben eben sehr viel humanistische Gedanken schon damals im 19. Jahrhundert geprägt. Unter anderem, dass Frauen zum Beispiel gleichberechtigt sind. Okay, gut. Dann Eugen, der Diener von Frau Weber oder Frau Dr. Weber. Bestimmt Frau Dr. Weber, aber für dich, Eugen, Anna Maria, wir kennen uns ja jetzt doch schon ein bisschen, ne? Na dann, mal gucken, wie oft ich das umsetze. Nein, Eugen Frau Dr. Ja, Eugen ist auf jeden Fall noch jünger als Frau Dr. Weber, breit gebaut, also kräftig und hat alle anderen Taschen. Genau, dienermäßig, ein bisschen so, ja, zwischen praktisch und gut vorzeigbar angezogen. Und ansonsten, ja, Haare kurz geschnitten, sehr, sehr sauber im Auftreten. Einfach um seiner Herrin, sagt man das so? Nicht zur Last zu fallen, dadurch, dass man dann irgendwie einen Ruf nach unten zieht oder so. Also jetzt nicht so wie ich hier unrasiert. Ja, deutlich unrasierter sind die Leute auf dem Floß, die dann mit langen Stöcken so gesehen das Floß wieder aus dem sandigen Kiesbett wieder rausschieben und dann auf dem übrig gebliebenen Rinnsal der Isar entsprechend wieder rausfahren und sich dann von der Strömung wieder aufgreifen lassen. Sie sagten immer, das ist der angenehme Teil. Flussabwärts ist immer einfach, muss man aufpassen, dass man nicht auffährt. Aufwärts ist dann immer schwierig, da muss man sich entsprechend Pferde und Zugbegleitung holen. Aber das ist zum Glück nicht mehr euer Problem. Ihr steht jetzt am Ufer. Eine kleine Kapelle steht daneben, also eine Andenkenkapelle mit heiligen Statuen darin. Um diese Kapelle herum sind verschiedene Roggenhalme aufgetürmt, so als Opfergabe. Und entsprechend geht es dann, man hat damals auch schon ein bisschen mit Deichbau angefangen, geht es dann erstmal ein Stück aufwärts. Hatte man uns gesagt, dass wir irgendwie abgeholt werden oder müssen wir selbstständig unseren Weg irgendwo hin finden? Ja, wurde nicht angekündigt. Ich meine, wenn wir jetzt hier hinkommen, gehen wir dann jetzt direkt zum Grafen oder suchen wir uns erstmal ein Gasthaus? Völlig bei euch. Nun, wie groß ist denn Aholming? Eugen, vielleicht hast du dich informiert. Ein kleines Dorf. Nicht viel. Also es gibt einen Krämerladen, es gibt entsprechende Wagner, es gibt eine Kirche und es gibt entsprechend verschiedene Bauernhäuser, die halt sich um einzelne Sachen kümmern. Ansonsten, die meisten Bauern sind weiter draußen in ihren eigenen Anwesen, aber haben regelmäßig halt zur Kirche zu erscheinen, wie es damals war. Gut, katholisch geht man regelmäßig zur Sonntagskirche. Wissen wir, ob es da ein Gasthaus gibt oder... Auf jeden Fall freie Zimmer gibt es bestimmt in der Variante. Gut, dann schlage ich vor, Frau Dr. Weber, dass ich mich um die Unterkunft kümmere. Sie können schon mal zum Grafen vorgehen und danach werde ich mich Ihnen wieder anschließen.
Nun, Eugen, ich hätte Sie aber sehr gerne dabei. Immerhin ist Ihr Blick doch manchmal recht hilfreich bei so Gesprächen. Man nimmt Sie manchmal etwas weniger wahr als uns, habe ich das Gefühl. Sie können mehr herauslesen, während wir reden. In der Tat. Dann lasst uns doch mal durch dieses malerische, mückenbefallene Wegchen hier gehen, Richtung Dorf. Ja, ihr geht entsprechend an der Kapelle vorbei. Ihr seht, die heilige Maria ist hier mit Roggenhalm bedacht worden, als ihr an ihr vorbeigeht. Und dann habt ihr entsprechend den Hügel hinhoch. Und das ist wirklich so ein, ja, so ein Bilderbuch-Idyll. Eine riesige Felder, die sich im Wind wiegen. Kurze Frage zu dieser Marienstatue. Die ist auch gepflegt oder ist die jetzt so vom Wetter angegriffen? Also es wird sich schon darum gesorgt, dass eben auch der Glaube wird gelebt und dass eben auch die solche Symboliken dann eben auch instand gehalten werden. Ne? Ich meine, wenn das jetzt nicht so, man kann zwar seinen Korn da aufhäufen, aber ja, wenn die Figur etwas wettergegerbt aussieht sozusagen, dann lässt das auf den Glauben rückschließen, dann weiß man ja nicht so genau. Ne? Das ist ein kleines gemauertes Ding, wo man halt als eine Person so sich reinstellen kann, wenn man ein Gebet an die heilige Maria abgeben möchte und innerhalb davor auf dieser kleinen Schrittbereich aus dem Stein zusammengebaut, haben wir aus Flusssteinen in dem Fall, ist das Podest gebaut, liegen halt, wie gesagt, Roggenhalme richtiger Art. Okay, gut, das wollte ich nur wissen. Ja, wenn ihr dann, wie gesagt, oben auf dem Hügel steht, seht ihr, wie gesagt, unter euch wie so ein Bilderbuchhügel. Ihr seht einen Weg, der Richtung durch diese Felder führt. Er ist entsprechend leicht geschwungen. Die Felder wiegen sich im Wind. Ihr seht überall auch immer wieder so, ja, damals auch schon Vogelscheuchen, die dazwischen stehen. Auf dem Hügel, auf dem ihr gerade steht, stehen ein paar Linden. Und darin sitzen Rabenvögel, die vor sich hin knarzen, als ihr entsprechend da unten vorbeilauft. Und in der Ferne seht ihr die Silhouette im hitzischen Flirren, die Kirche und ein größeres Gebäude. Bei der Hitze doch ein recht anstrengender Marsch. Wenn ihr möchtet, kann ich euch noch eure Tasche abnehmen. Oh, nein, die Arzttasche, die behalte ich gern bei mir, vielen Dank. Silas, weißt du, was es mit diesen Roggen auf sich hat, die um die Marienstatue sind? Ist das ein ein christlicher Brauch? Ich nehme mal an, also jetzt so alleine auf den Spielern spontan interpretiert, kann sein, dass Silas das besser wüsste. Das ist halt die Frage, darf ich auf etwas würfeln oder soll ich es selber interpretieren? Du kannst es selber interpretieren, du kannst aber, wenn du möchtest, auch würfeln. Das ist dir freigestellt. Würfeln wäre in dem Fall Bildung. Kurzer Moment. Ich habe hier die englischen Begriffe. Ist das Learning? Das ist Learning, ja. Zwei Erfolge. Okay. Also normalerweise sind so Opfergaben eher so Richtung zum Herbst, also in dem Fall, wenn entsprechend das Erntedankfest gefeiert wird, ist das üblich. So früh, also im späten Sommer, ist das eher noch unüblich, aber je nachdem, wie sehr man eben einen christlichen und beziehungsweise göttlichen Beistand entsprechend bittet, werden wahrscheinlich abergläubische Bauern natürlich früher entsprechend dazu greifen. Das zeigt irgendwie ein gewisses Verunsicherung in der Bevölkerung, würdest du sagen. Okay. Sonst hätte ich jetzt auch vermutet, irgendwie, dass es halt Maria als die Mutter von Jesus, Mutter Gottes im Endeffekt, dass das hier so eine Art, so ein Symbol der Fruchtbarkeit ist auch, dass man sich halt dann eben entsprechend für die Felder reiche Ernte halt wünscht. Ja, aber gut, wenn es Verunsicherung zeigt. Wie gesagt, die Felder vor dir sind wirklich prächtig. Du siehst wenig kahle Flecken. Ja. Dann siehst du eher höchstens leichte Laufspuren, die halt zu diesen Vogelscheuch mal geführt haben, aber auch die sind ziemlich gut wieder zugewachsen. Also da ist der Roggen halt schon ein bisschen niedriger. Ja gut, der Baum muss ja mal sein Feld kontrollieren, ne? Also dass das irgendwie, dass da jemand durchgegangen ist, das. Es wirkt jetzt nicht so, als würde sie da regelmäßig durchgegangen werden. Also die Felder sind wirklich dicht bei dicht, jeder Halm. Also es ist wirklich wie so ein goldenes Meer, das sich im Wind wiegt, von oben aus gesehen, wo ihr gerade steht.
Ja, das ist doch... Ha, schön. Ja, verunsichert wäre ich auch, wenn hier irgendwas von Hexerei erzählt wird. Ist das nicht etwas rückschrittlich? Frage ist eben, wir haben hier die, Verzeihung, einfache Landbevölkerung. Also bevor wir zum Dorf sind, können wir nochmal etwas offener sprechen, sicherlich. Mich würde halt interessieren hier, wie das überhaupt mit irgendwo einer Schulbildung aussieht. Wir sind hier sehr weit aus dem Lande. Ich meine, das vielleicht irgendwo. Und wenn man sich mal überlegt, dass man irgendwie hier die Maria mit diesen Roggen um halt Hilfe bittet, ich meine, wie man an den Feldern sieht, scheint es ja irgendwie zu funktionieren, aber... Ach, das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Das weiß man doch. Gute Landwirtschaft, gute Ernte. Gute Gebete, puff, wer weiß. Aber Glaube wäre jetzt mein Stichwort gewesen. Und wenn wir schon hier in der ländlichen Bevölkerung dieses Stichwort verwenden, dann könnte es noch weitere, vielleicht aus heidnischer Zeit noch hier praktizierte Dinge geben, die irgendwo darauf schließen. Deswegen, ich würde auch schon irgendwo dann nochmal darauf achten, ob es noch andere Symbole gibt, außer christlichen. Na, hoffentlich halt irgendwo dann, nicht. Denn wenn sie schon, dann mit Hexenprozessen, da wäre jetzt auch eine Frage, wie die jetzt da drauf kommen. Ich meine, deswegen auch mit der, wie gesagt, nochmal auf die Bildung zurückzukommen. Wenn man jetzt irgendwo, man muss ja von Hexenprozessen erstmal wissen. Es muss ja irgendwie überliefert sein, irgendwie. Vielleicht, gut, Tradition, wenn man jetzt irgendwie keine wirkliche Schule hat oder so. Das ist eine Art, ich sag mal, früher hätte man Geschichtenerzähler gesagt, ne? Also dass es irgendwo jemand auch von der älteren Generation gibt, die halt irgendwo gerne Geschichten erzählt. Und das so ihr wisst auf jeden Fall vom entsprechenden Staatssekretär für Justiz auf jeden Fall, dass eben der Graf, wie gesagt, die Bitte hatte, das Strafmaß und eines Hexenprozesses zu erweitern. Das heißt, vielleicht also, hat der Graf irgendwo, ich meine, bei dem würde ich jetzt vermuten, dass er irgendwo eine Art von Bildung hat, jedenfalls hoffe ich das. Und dadurch, dass er hier der... Ja, guter Gott, wenn ich der Graf wäre, denn dann? Nun ja, wir können ja die Augen und Ohren offen halten. Ja. Sowohl beim Grafen als auch im Dorf. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal zu diesem Dorf. Und wenn es ein Gasthaus gibt oder eine Schenke, eine Taverne, wie würde man sagen? Ein Gasthof? Ein Wirtshaus. Wirtshaus, genau, das war der Begriff. Dann könnte man vielleicht auch so ein bisschen Kontakt zur lokalen Bevölkerung bekommen, wenn die überhaupt Kontakt haben. Ihr schreitet entsprechend dann von dem Deichhügel, den man hier angebracht hat, entsprechend herunter. Und es hat irgendwie etwas, dass der Roggen für euch so gefühlt immer größer wird, weil wie näher ihr den Boden kommt, habt ihr dann das Gefühl, der Roggen ist... Und wie groß seid ihr denn? Machen wir mal so rum. Ich würde sagen, für Sie das so 1,75. Also jetzt kein Riese, sondern... Mhm. Und vielleicht noch ein bisschen weniger als Eugen und Annemarie. Ungefähr so 1,80 Meter. Mhm. Also, so, keine Ahnung, halben Kopf größer als Silas dann wahrscheinlich. Ich glaube, Annemarie ist ein bisschen kleiner, die ist eher so 1,65 Meter. Ja, dann ist Roggen immer größer als ihr. Oh. Er ist ungefähr 1,80 Meter bzw. 1,90 Meter hoch. Oha. Das hat dann wirklich so für Eugen so diesen Moment, wo du da stehst, okay, du hast noch nie so hohen und dicht bewachsenen Roggen gesehen. Also was immer sie hier machen, das scheint effektiv zu sein. Das ist sehr interessant, ja. Haben wir irgendwie eine Ahnung davon? Also ich wüsste jetzt nicht, dass Silas sich mal mit Landwirtschaft beschäftigt hat, also dass mal irgendwo über Felder gelaufen wäre. Aber dass einer von uns irgendwie eine Idee hat, dass 1,80 für Roggen doch schon ein bisschen zu hoch ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr... Er wächst auf jeden Fall bestens. Also wenn du auch so ein bisschen näher rantrittst, die Ähren sind wirklich dicht bei dicht. Kein Schimmel, keine Fäulnis, nichts. Die Pflanze ist absolut kerngesund und hat scheinbar optimale Bedingungen. Ich möchte mir einen Halm abrupfen, nur einen. Dass man so diese Ähre oben dran hat. Ja. Von den Roggen selbst. Kannst du ohne weiteres machen. Das war ein Halm voller Roggen. Ja. wobei 1,80 groß ist natürlich jetzt schon einiges. Ich würde vielleicht nicht den ganzen mitnehmen, sondern nur den oberen Teil.
und den dann irgendwie, was ich auch mal in meinem Koffer, in meiner Tasche so kurz abstellen und dann irgendwo das verstauen. Und der ist auch so dicht, dass da keine anderen Pflanzen dazwischen wachsen, also kein Mohn, keine Kornblumen, nichts, einfach nur dieses Feld. Wenn du so auf den Boden guckst, da wachsen schon so einige Sachen, also so einzelne Klatschmohn und eben auch Kornblumen, ja. Aber normal groß. Die sind eher klein, aber scheinbar kommen sie kooperativ ganz gut aus miteinander. Könnte es sein, dass irgendwo das Kind, was gesucht wird, sich in diesem Feld irgendwo verlaufen hat? Ich meine, selbst wir könnten ja jetzt hier in dem engeren Bereich nicht wirklich über das Korn hinwegschauen und wenn ein Kind hineingerät, dann sieht ja nur noch Stroh um sich herum. Wenn es sich da verlaufen hat, dann glaube ich, ist es nicht mehr. Immerhin ist diese Anklage schon etwas länger her und wir haben hier auch hergebraucht und ich weiß ja, ich glaube, dieses Kind ist schon etwas länger verschwunden. Stimmt, haben wir da eine Angabe zu, wie lange das her ist? Ungefähr 2 Wochen. Okay, gut, ja. Zumal ich überlegen würde, wenn jetzt irgendwo die Kirchenglocken läuten oder so, dass halt man schon eine akustische Orientierungsmöglichkeit hat. Da sind die Kirchenglocken, da muss ich hin. Ja, und irgendwann sollte man doch wieder aus dem Feld rauslaufen. Außer man läuft im Kreis. Naja, ich hoffe, dass der Pfad hier uns nicht im Kreis führen wird. Ja. Ja, jetzt könnt ihr entsprechend den Pfad folgen. Er ist gut befestigt. Ein klassischer Bauernweg. Mit ein bisschen Steinen befestigt. Aber ansonsten ist es primär eigentlich befestigte Erde einfach nur. Aber man hat eben Spurrinnen von Wagen, die hier immer wieder durchgezogen wurden. Und die haben den Weg hier klar definiert. Die Pflanzen wachsen auch nicht darauf hinaus. Und nach einer Biegung seht ihr dann, wie einzelne Bauern gerade mit Sensen sich dann, wenn ihr ein bisschen länger gelaufen seid, gerade daran machen, einzelne Roggenhalme abzusäben und entsprechend dann zusammenzubündeln und zusammenzupacken und dann eben auf den Wagen zu packen. Nachdem ihr ungefähr so 10 Minuten, 15 Minuten gelaufen seid. Sind denn bei diesen 1,80 hohen Roggen stielen da auch die Ähren entsprechend länger oder? Mhm. Okay. Weil ansonsten würde man ja eine ganze Menge Stroh produzieren letztendlich damit, ne? Also wenn ich nur oben so eine kleine Ähre dran habe und ich habe 1,80 Stroh da drunter oder halt Stiel, dann Gut, kann man sicherlich hier beim Bauern auch benutzen, irgendwie für, weiß nicht, das Vieh oder so. Ja. Aber an sich ist ja Sinn der Sache, dass man irgendwo die Körner da rauskriegt. Dreschen. Genau. Das war der Begriff, ja. Ja, und die Banken, wie gesagt, machen die Roggen runter, trennen Halme und Roggengersten und so weiter entsprechend auf. Den uninteressanten Teil ohne die Körner lassen sie erstmal stehen, packen ihn zusammen und stapeln ihn hier auf. Und ja, sind durchaus beschäftigt, weil das ist sehr schwere Handarbeit. Und besonders ist es ziemlich heiß, weil es ist so später Vormittag. Und entsprechend wandert die Sonne immer mehr rüber und die Leute ziehen sich entsprechend ihre, ja, Kopfbedeckungen zurecht, dass sie so halbwegs gegen die Sonne geschützt sind, aber der eine meint dann nur im wirklich tiefsten Niederbayerisch, lass uns zusammenpacken, es ist jetzt Zeit zur Pause zu machen, ja, gehen wir hin, am besten gehen wir rüber zu Ulme, da können wir uns entsprechend in den Schatten stellen und ausfahren, bis wir weitermachen können. Weil jedes Mal, wenn ihr an so einer Wegkreuzung vorbeikommt, da stehen dann immer 1-2 Bäume, die halt Schatten spenden. Mhm. Bäume an Wegkreuzungen ist ja auch wieder irgendwie so etwas, dass man ja früher gerne mal irgendwo auch Geigen und so weiter an Wegkreuzungen aufgebaut hat, um Leute dorthin zu richten. Ich meine, vom Aberglauben her, dass irgendwo, wenn jetzt der Geist des Toten versucht, dann irgendwo den Henker zu finden, dass er nicht weiß, welchen Weg er nehmen muss. Irgendwie so war das, glaube ich. Würden sich denn diese Bäume ja auch dazu eignen, dass man da irgendwie, dass die so Äste haben, dass man da so ein Seil drüber machen könnte? Kannst du letztendlich zu jedem der Bäume sagen, an denen ihr vorbeigekommen seid. Okay. Sagst du das laut? Er würde wahrscheinlich erstmal noch nichts sagen, sondern nur so skeptisch und so vielleicht ein bisschen so mit der Hand eher so Gesten machen, also überlegt, ob man das irgendwie machen könnte und mit so einem skeptischen Blick. Also wenn er euch nachfragt, sagt er nichts, aber... Wohin geht denn sonst dein Blick noch? Oder euer Blick? Das ist mal die
die Frage zu öffnen, während ihr da durch den Feldweg entsprechend lang marschiert. Wahrscheinlich Richtung Kirche? Ja, Kirche, ja, das und ist mal so der Orientierungspunkt, ne? Ja, genau. Vögel? Ja, da saßen noch so viele Rabenvögel. Ja. Ja, auch hier sitzen die Raben entsprechend in den Bäumen. Und ja, sitzen da. Aber sind eher still hier. Gibt es ja noch... Ja, bitte? Wenn du dich vor der Sonne schützen willst, solltest du die Hand ruhig halten und nicht irgendwelche komischen Gesten damit machen. Achso, ich hatte gerade überlegt, ich meine, wenn hier schon... Sagen wir so, wenn der Graf schon jetzt wegen eines Hexenprozesses anfragt oder so und halt die Ringe vergehen selber regeln kann, dann würde ich es halt kurz erzählen, dass ich mal irgendwo gelesen hätte, dass irgendwie früher und mit Hinrichtung und an Weggabelungen und je nachdem, dass hier vielleicht irgendwo hier schon Hinrichtungen passiert sind, die nicht vorher angefragt worden sind. Und also, nun ja, aber doch sicher nicht in der jüngsten Vergangenheit. Das wäre etwas barbarisch. Ja, und bei Gott, was sollen sie machen? Alle Bäume an Wegkreuzungen fällen? Nein, nein, natürlich nicht. Aber es war halt so, weil wir gerade schon... Ich versuche ein paar Zeichen für Aberglauben zu finden. Aber doch hoffentlich nicht schon so etwas wie Bäume, die irgendwo stehen. Nein, die Bäume selber nicht, aber das, was man damit machen kann. Mal abgesehen davon, dass man sich in ihren Schatten setzen kann, als Schutz gegen die Sonne. So wie ja. Die Bauern. Vielleicht fragen wir einmal, wegen was sie mit ihren Feldern machen. Das könnte man bestimmt in München in der landwirtschaftlichen, was auch immer, Verwaltung Bescheid geben und an andere weitergeben. Okay, ja, die sind, wie gesagt, die gehen jetzt dann Richtung der Ulme und setzen sich dann da drunter, direkt neben dem Baumstamm. Parkbänke waren damals noch nicht so weit verbreitet. Mhm. Und haben sich einfach jetzt gerade so den Hut ins Gesicht geschoben und warten ab. Okay. Das sollen sie sich ruhig gönnen. Entschuldigung, Eugen, du wolltest etwas sagen. Kein Problem. Ich würde auf jeden Fall nach der Bemerkung von Silas mal eher unfreiwillig, aber doch mal nach sowas wie Abwärtsspuren in den Bäumen gucken. Einfach, weil jetzt, wo es draußen ist, ja. Guckt man halt dann doch schon mal, ob man sowas sieht, wobei... Wenn du so entsprechend nach oben guckst, in die Bäume hinein, nein, Abwärtsspuren sind jetzt eher nicht vorhanden. Du siehst eher so Brutspuren von Vögeln. Und dann, wenn du weiter guckst, dann siehst du eben die sehr ruhig sitzenden Rabenvögel in den Bäumen. Okay. Folgen die uns mit ihren Augen oder ist das eher nur so, die sitzen da und sind halt ruhig? Die sind ziemlich ruhig. Die sitzen da. Und selbst den Raben hat die Sommerhitze die Sprache verschlagen. Sieht so aus. Oder hört sich so an? Oder hört sich vielmehr nicht so an, ja? Es ist erstaunlich ruhig mittlerweile. Sie hat nur den Wind, der durch die Roggenfelder weht. Und hat immer wieder ein Stöhnen und Ächzen von den Bauern, die sich dann einfach nur hinlegen und ein bisschen Siesta mehr, wenn wir halt in der Mittagsruhe in der brütenden Hitze unterm Baum. Gibt es denn außer den Raben noch andere Vögel? Spatzen, Meisen, was da sonst noch so irgendwie hier rum? Erstaunlicherweise nicht. Okay. Haben wir irgendwelche anderen Tiere mal gesehen? Regenwurm oder irgendwas? Mausespuren, Mauseköttel, keine Ahnung. Spinne. Auch das nicht. Mhm. Also ihr habt jetzt nicht die Erde umgegraben. Ja. Ob die Regenwürmer im Boden sind, werde ich euch nicht beantworten, aber Mausspuren. Gut, die werden aber auch wahrscheinlich die Straße oder den Weg hier meiden. Das stimmt. Vor allem, wenn sie sich einfach durch den Rocken durchschlingeln können. Oh, Schlangen. Wie Feldhamster. Ich glaube nicht in diesen Roggenfeldern. Die schauen sehr gesund und ziemlich dicht aus. Vielleicht fragen wir die Herrschaften da einfach mal. Ich laufe da jetzt mal hin. Packt ihren Koffer strammer und marschiert auf die ganzen Herrschaften zu. Grüß Gott, die Herren und Damen. Sie zucken mehr so zusammen, als ihr plötzlich da auftaucht. Und der eine schiebt dann so den Hut hoch. Servus! Und richtet sich dann auf, als er euch dann so mustert. Und du machst ja wahrscheinlich ein bisschen mehr her. Und lüftet kurz den Hut, um das lichtere Haar darunter hervor zu lupfen. Und setzt dann schnell den Hut wieder auf.
Was kann ich für Sie tun? Grüß Gott, Servus. Also, wir wollen Sie gar nicht lange stören, Sie haben hier hart zu arbeiten, aber wir suchen, vielleicht können Sie uns ein Gasthaus empfehlen in Aholming. Und außerdem kamen wir nicht umhin, Ihre wunderschönen Roggenfelder hier zu bewundern. Wie kommt es, dass sie so dicht und gesund sprießen? Nun, das ist... ja, das ist hier der Bereich von Holming. Sie sind schon richtig. Sie werden auf jeden Fall ein Wirtshaus bei der Kirche finden. Das Wirtshaus zum goldenen Hirsch. Mhm. Aber erwarten Sie keinen goldenen Hirsch hier. Das ist nicht wortlich gemeint. Schade. Wo kommen Sie her? Sie müssen ja weit gereist sein. Sie klingen anders als die normalen Leute, die hier durchreisen. Das stimmt. Wir sind wirklich keine normalen Leute. Wir kommen aus München. Oh. Gleich mal unsympathisch machen. Sind Sie die Steuereintreiber vom König persönlich? Oh nein, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Wir sind die sympathische Variante davon. Wir wollen uns um diese Anklage gegen die Magd kümmern. Oder zumindest der Sache auf den Grund gehen. Es gibt hier ein oder soll ein verschwundenes Kind geben oder eben nicht mehr geben. Ja, das Kind, das ist eine tragische Geschichte. Wahrscheinlich ist es mittlerweile nicht mehr unter uns. Möge Gott seine Hand über das Kind legen und es gesund und munter aufnehmen. Zum Glück war es getauft. Das heißt, das Kind war schon älter. Ja. Ein kleiner Spross so von 7 Jahren. Die Roggenfelder, ja, das ist halt das. Wie sagte immer der Graf, wir sind so die Kornkammer Bayerns, des Königreichs. Mhm. Wir haben schon immer eine reiche Ernte gehabt. Wir vermuten immer, das liegt am Schlamm früher. Früher hat die Isar ist immer hier übergegangen, bis wir vor längerer Zeit, ich glaube mein Vater oder was mein Großvater, ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat den Damm gebaut. Aber scheinbar ist der Segen auf diesem wunderbaren Ackerboden immer noch stark. Das ist gut. Das heißt, es bleibt genug für euren Ort. Ja, der Graf überwacht auch aktuell selbst immer die Ernte und dass die Roggenfelder entsprechend alle abgeerntet werden. Mhm. Und wie kommt es, dass hier keine anderen Vögel sind, außer diese schwarzen Tiere? Schwarzen Tiere? Guck, du bist verwirrt. Ich deute auf die... Die Raben. Raben und Krähen. Raben. Mhm. Die schlafen scheinbar nur. Guck, bisschen misstrauisch zu den Rabenvögeln hoch. Seltsam. Wirklich seltsam. Kreuzigt dich dabei. Normalerweise sind die immer sehr aufmüpfig. Dann haben wir uns das ja schon mal auf den Kopf gemacht. Nun ja, die werden von der Sommerhitze wahrscheinlich auch etwas müde und ausgelaugt sein. Das macht denen normalerweise nichts. Er guckt sehr skeptisch immer noch in die Baumwipfel. Während dieses Gespräches möchte ich mal genau die Leute beobachtet haben, ob sie irgendwie, wenn man abergläubisch ist, dass man nur irgendwie einen Talisman dabei hat oder irgendwie eine Geste macht oder vielleicht irgendwo hier auch dieses, als das Gespräch auf das Kind kommt, beschämt beiseite guckt oder rot anläuft. Gut, bei der Hitze sowieso, das wird sich wahrscheinlich nicht irgendwie bemerkbar machen. Die sind alle sonnenverbrannt. Ja, genau. Nee, aber das ist halt irgendwo eine Reaktion von denen da ist. Ich meine, wir haben ja, einen Gruppen alle eher bedrückt rein. Alle bedrückt, okay. Aber du kannst trotzdem mal auf Beobachtung, Observation mal würfeln. Observation. Das ist nämlich zum Einschätzen von Menschen die Fertigkeit. Ja. Nee, leider kein Erfolg. Okay. Die gucken so betrübt und wie gesagt, als der eine kreuzigt, bekreuzigen sich manche auch schon oder greifen irgendwo in der Tasche oder unter ihr Hemd. Aber sie liegen auf jeden Fall ziemlich
erschlagen von der Hitze da nieder und richten sich jetzt nicht notwendig auf. Der eine hat auch eher geächtzt, als er sich aufgerichtet hat. Ja gut, das ist durchaus verständlich. Also, da haben Sie mein vollstes Verständnis für, denn ich würde diese Arbeit nicht machen wollen. Mhm. Nun dann, sollten wir die Herren, Damen hier nicht weiter behelligen? Ja, in der Tat. Eine Frage noch. Wer sind denn die Eltern von dem verschwundenen Kind? Ah, der jüngste Spross vom Grafen selbst. Das ist eine... Dankeschön für diese Information. Dann ein gutes Arbeiten und möge Gott mit euch sein. Ja, möge die heilige Maria auch über Sie wachen, Frau Doktor. Oder... Weber. Die Vorstellung gehabt? Nee, egal. Nee, aber deswegen habe ich ihn gesagt, Sie, Weber. Aber, Ja, dann setzen wir unseren Weg fort, ne? Also, ja. Gibt es an diesen Kreuzungen Wegweiser? Oder, ich meine, gut, wir können ja anpeilen, wir haben den Kirchturm ja irgendwie im Blick. Aber dass halt irgendwie noch andere, ich weiß nicht, Gehöfte, Gutshäuser oder so etwas außerhalb liegen vom Dorf, die halt irgendwie ausgeschildert sind, falls es wichtig sein sollte. Ausgestellt ist hier nichts auf dem Land. Die weiß jeder, wo er hin muss normalerweise. Okay. Nicht, wird davon irgendjemand hingebracht. Euer Orientierungspunkt ist einfach nur der Kirchturm, der in der immer mehr schwirrenden Sommerhitze entsprechend sich am Himmel abzeichnet, den ihr so gerade so über die sehr hohen Roggenfelder halmeln weg sehen könnt. Gut, es wird Zeit, dass wir in dieses Gasthaus ankommen. Ich brauche etwas zu trinken. Ja. Jo. Das in der Tat. Was macht ihr denn, um euch gegen die Hitze halbwegs zu wappnen, während ihr jetzt gerade zur Mittagsstunde auf diesem Feldweg langlauft? Und Frau Doktor hat bestimmt einen Hut. Und ansonsten tupft sie immer wieder mit so einem Tuch ihr Gesicht ab und versucht, sich Luft zuzufächeln, was wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber schreitet möglichst forsch und schnell voran, um anzukommen. Gut. Eugen hat alle Hände voll zu tun mit den ganzen Taschen, deswegen läuft ihm einfach der Schweiß übers Gesicht. Aber dadurch, dass ja auch logischerweise Münchensommer war, ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch irgendwie einen Hut auf hat oder sowas. Aber auch mit einem... Bedeckungen waren zu der Meinung halt sehr geläufig. Genau, deswegen. Ich habe es nur so... Videoaufnahmen, die wieder hergestellt wurden, die auf YouTube mal irgendwo so sind, keine Ahnung, Wien 1880 oder so, die haben alle so runde Strohhüte auf, also irgendwie sowas in der Richtung, was halt der damaligen Mode entsprach, vielleicht auch so vom Stand. Vom Stand her, genau, dass dann da irgendwie eine entsprechende Kopfbedeckung dann durchaus, ja, und dann eben auch das Tuch dabei, also dem wird auch entsprechend warm sein und ja. Hm? Hat Eugen dann auch einen Hut auf? Hoffentlich, oder? Nö. Oh Gott. Okay. Macht man nicht so. Als Diener. Oh je. Ja, dann kommt ihr entsprechend dann... Es gibt so schöne Halme, wir könnten dir einen flechten. Ich weiß nicht, ich könnte so etwas nicht, aber vielleicht gibt es irgendwie jemanden, der Strohhüte flechten kann. Nicht, dass es noch einen Hitzschlag bekommt. Es wäre eher ungewöhnlich, wenn niemand, wie gesagt, zur damaligen Zeit hatte eben jeder einen Hut auf. Also, na dann. Frage, in dem Fall habe ich dann auch einen. Passend zum Rest vom Outfit. Ja, ihr kommt dann entsprechend bei ein paar Häusern niedriger Art, Lagerhäuser, die außen stehen, dann ein paar Wohnhäuser, dann kommt ihr auf einen kleinen Platz, der wo mehr oder weniger ein Rondell ist, wo auch Zugang zu den Stallungen sind, ein großes Gebäude angeschlossen daran ist die Kirche, die ihr gesehen habt, und auch ein weiteres Gebäude etwas abseits am selben Platz weist sich als das Wirtshaus aus. Sehr gut. Wirtshaus zum Goldenen Hirsch. Hier sind wir richtig. Genau. Mhm. Ihr seid auch an zwei Brunnen vorbeigegangen, die hier gebuddelt worden sind. Erstmal Wasser ins Gesicht und über die Handgelenke. Jo. Ich gehe dann vor, halte die Tür auf. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sogar in den Kirchturm wurde schon eine Uhr eingebaut. Sodass ihr sehen könnt, dass es aktuell schon 12 Uhr ist jetzt. Ja.
Ja, Zeit der größten Hitze. Ja, war noch vor der noch bevor es Sommerzeit gab. Die Sonne ist wirklich am höchsten Stand. Gut, dann. Ist jemand in dem Wirtshaus oder? Ja, eine Wirtin guckt euch dann so an. Ja. Grüßt euch in tiefsten Niederbayerischen und entsprechend mit einem Grüß Gott kommt, und schaut dann so euch an. Grüß Gott. Weil ihr, scheinbar ist Leute, die vom Weiterfern reisen und hier übernachten wollen, eher ungewöhnlich. Mhm. Aber guten nachdem Tag. Ihr euch entsprechend vorstellt, auch da hebt sie ein bisschen die Augenbraue nach Motto, ah ja, Fremde. Grüß Gott, wir bräuchten bitte drei Zimmer zum Übernachten. Ja, mal gucken, ob ich noch was hab. Lacht dann schelmisch und reicht euch dann Schlüssel von einem Brett, wo fünf Schlüssel hängen. Kein einziger hat vorher gefehlt. Kein was? Kein einziger der Schlüssel hat vorher gefehlt. Okay, also okay, wir sind die einzigen. Okay. Mhm. Vielen Dank. Gibt es ein, ich gehe davon aus, es gibt eine Wirtsstube irgendwo hier wahrscheinlich genau, unten. Achso, wir stehen in der Wirtsstube. Okay. Wir stehen in der Wirtsstube drin. Ist da irgendwer gerade zum Essen so mittags? Oder? Nein. Nee, okay. Es ist relativ leer. Ihr hört draußen noch ein paar Kinder rufen, die da irgendwo auch entlang gelaufen sind. Mhm. Die habt ihr in der Ferne gesehen, die so in der Nähe der Gebäude sind. Mhm. Und manche von denen laufen dann plötzlich zu irgendwelchen Gebäuden und schlüpfen durch Türen, nachdem irgendeine Frau irgendwas gerufen hat. Mhm. Es sind Fremde im Dorf, versteckt euch! Das wisst ihr so nicht. Nee. Gut, dann würde ich schon mal die Taschen hochbringen und auf die Zimmer verteilen. Ja. Sehr gut. Ist jetzt nicht ungewöhnlich luxuriös, sondern eben zweckmäßig eine Strommatratze, ein Waschbecken, also ein Waschschüssel mit, wo noch kein Wasser bereitsteht, ein kleines Tischchen, ein kleiner Schrank, zweckmäßig. Okay. Nichts Ungewöhnliches, nur ein kleines Fenster nach draußen, einfach verglast. Dann räumen wir uns vielleicht kurz ein, machen uns frisch und treffen uns unten auf ein Häppchen und gehen danach zum Grafen. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Hervorragend. Gute Frau, dürften wir vielleicht etwas Wasser auf die Zimmer haben? Ja, natürlich. Okay. Seppi, holst du meinen neuen Eimer Wasser? Und dann seht ihr, wie ein kleiner Junge mit zwei Eimern geschultert daherläuft und dann nach draußen rennt und sich dann an dem Brunnen, wo du gerade warst, zu schaffen macht. Okay, ich würde ihm nachgehen und ihm die Eimer dann tatsächlich abnehmen. Der versucht sich zu wehren, aber nachdem du darauf stehst, gibt er dann die Eimer. Okay. Gut. Ja, es gibt entsprechend einfache Kost. Moment, so schnell doch nicht. Das Zimmer wird natürlich erstmal auf christliche Symbole überprüft. Hängt da ein Kreuz über der Tür oder an der Wand oder so etwas? Gibt es eine? Als ihr eingetreten seid, habt ihr auf jeden Fall ein großes Kreuz so gesehen, im Gastraum gesehen. Ja. Direkt jetzt in dem kleinen Schlafgemächer, nein. Okay. Aber du hast einen schönen Ausblick so gesehen. Ihr seid ja im ersten Stock, kannst du gesehen jetzt ein bisschen über die Roggenfelder drüber gucken und siehst halt die verschiedenen, zwei von diesen. Vogelscheuchen, scheinbar machen die ihren Job sehr, sehr gut. Die Raben sind scheinbar handzahm geworden dadurch. Ja, ob das an den Vogelscheuchen liegt oder an irgendetwas anderem. Also. Dann würfel doch mal Wachsamkeit. Vigilance. Schauen alle unsere Fenster in Richtung Felder raus oder schauen noch welche auf dem Platz? Okay. Ich habe einen Erfolg. Ja, dann, wie gesagt, dieses Flirren ist auch draußen zu sehen. Du guckst jetzt halt über diese Felder. Und siehst dann eben die zwei Vogelscheuchen, die so in der Nähe stehen. Und dann siehst du in der Ferne noch diesen schwarzen Punkt von der nächsten Vogelscheuche. Und erst denkst du dir, okay, deine Augen haben dir einen Streich gespielt. Der Punkt war kurz weg. Oder beziehungsweise war er überhaupt da? Er ist nicht mehr da. Da war doch gerade eine Vogelscheuche, oder? Vielleicht ist dir das fehlende Wasser einfach mit. Ich würde sagen, das ist die Hitze. Aber es wird trotzdem registriert, also vom Gedächtnis her.
Was mir auch nicht entgangen ist vorhin bei dem Gespräch mit den Bauern, dass er nicht gesagt hat, Gott beschütze euch, sondern Maria beschütze euch. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht also, auffällig, oder? Oder doch? Maria als Gestalt. Es ist eine Frauengestalt. Und die findet man ja öfter mal irgendwie auch in der Mythologie von allem anderen. Also, was weiß ich, wenn man bei den Griechen und Ägyptern von der Götterwelt oder so. Und hier einfach zu sagen, ja, das ist Maria, so als offizielles Etikett, aber dahinter für die Leute verbirgt sich irgendwo eine andere Entität. Sieh, das ist bei sowas skeptisch. Also, deswegen, ja, Maria. Sie sieht wie Maria aus, aber ob sie wirklich ist, das mussten wir erst nochmal rauskriegen. Also es wäre gut, wenn sie es ist, ne? Also davon mal abgesehen, aber er traut dem Ganzen hier nicht. Nicht nach den ganzen Anzeichen, die wir jetzt schon haben. Das ist alles zu mystisch. Ja, Anna Maria macht sich frisch, zieht sich ein frisches Kleid an, das andere ist durchgeschwitzt, aber schaut genauso aus wie das erste. Also genau, und geht dann nach unten und wartet auf die Herren, weil die hat nicht aus dem Fenster geschaut. Das ist okay, Eugen ist tatsächlich schon da. Irgendwie hat er es geschafft, gut, vor dir runterzukommen. Ja, du musstest doch noch die Eimer noch hochtragen, damit die Wasserschüttungen wieder aufgefüllt sind. Mhm. Ja, aber das macht man halt so mal schnell nebenher. Genau. Also Eugen, eine leicht, dann holen wir uns doch irgendwas zu essen und ein frisches, helles. Setzt euch und ich werde mich drum kümmern. Dankeschön. Wisst ihr, ob Herr Borelius auch ein Bier nehmen wird? Ach, bestimmt, bestimmt. Ja. Gut, dann gehe ich zu der Wirtin und bestelle Essen. Ja, dann kann ich noch gekochten Hirsebrei. Ich könnte noch schauen, dass ich vielleicht noch irgendwas vom Braten auch aufwärmen könnte. Nun ja, den Temperaturen geschuldet, würde ich sagen, können wir das kalt zu uns nehmen. Ich könnte auch irgendwie noch ein bisschen Wurst aufschneiden, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, das machen Sie sich jetzt nicht die Umstände, ein bisschen braten und Hirsebrei sollte genug sein. Wir brauchen nur einen kleinen Imbiss, bevor wir zum Grafen gehen. Ja, ich gehe noch schnell in den Keller, hol das Bier, ja. Das mit dem Gut, wenn Sie... Wenn sie dann weg ist, würde ich mich tatsächlich mal so ein bisschen genauer umgucken. Also, ja, keine Ahnung. Was ist dein Ziel? Weiß ich nicht. Gibt es ein Gästebuch? Oder ist das noch nicht die Zeit dafür? Da stellst du mir jetzt eine Frage. möglich, aber wenn du da durchblätterst, wirst du feststellen, es kommen selten Leute vorbei. Okay, also es ist nicht so, dass irgendwie seit um die Zeit, wo das Kind rum verschwunden ist, irgendwie Anhaltspunkte gibt, dass da jemand da war. Nein, es sind keine Fremden, so gesehen, im Allhäuming gewesen zu dem Zeitpunkt. Okay. Gut, das wäre jetzt so der Punkt gewesen. Dann würde ich wahrscheinlich mit dem Essen wieder zurückkommen. Ja, Silas wird dann auch dazukommen. Die Sache mit dem frischen Hemd oder so, dass die hatte ich eben auch schon, wird, dass ich dann auch umgezogen haben, das andere Hemd zum Trocknen aufhängen. Die Frage, ob man hier irgendwie das waschen kann oder so. So wenigstens irgendwie, dass man Schweiß rauswäscht oder so, aber das hat die Wirtin wäre so gesehen der Ansprechpartner dafür. Okay. Ja, aber mit dem einen Hemd da in ein, zwei Tagen werden es noch zwei, drei mehr Hemden sein, dann lohnt sich das wirklich oder so, dann muss ich die Hemden einzeln waschen. Genau, nee, dann komme ich halt unten mit dazu. Ja, das Essen ist wie gesagt eher karger. Wie gesagt, wenn sie noch entsprechend ein bisschen Wurst aufschneidet oder Kaltbraten bereitstellt, dann ist das wahrscheinlich schon höhere Kost. Die meisten Bauern scheinen hier eher einfache Kost zu bekommen. Hervorragend. Ich meine, wenn die Korn herstellen, dann würde ich mir jetzt auch irgendwie ein Brot vorstellen oder so etwas. Ja. Aber gut, ist halt die Frage, ob es eine Mühle gibt, die das dann zu Mehl verarbeitet, oder? Ja, aber das haben sie auch hier. Aber sie haben jetzt Brotlaibe scheint gerade, je nach Brotlaiben fragt, werde ich feststellen, dass die Bauern eben sich die teilweise mitnehmen auf die Feldarbeit in den entsprechenden Körben und die dann vor Ort essen. Achso, okay, gut. Ja gut, wenn die hier noch ein bisschen Viehwirtschaft haben, das ist irgendwie so, dass sie Milchprodukte, also Käse oder irgendwas herstellen vielleicht. Also da noch nicht entsprechend erkundigst, es gibt entsprechend Vieh, aber eher sehr wenig. Für Wurst. Also die exzessive Landwirtschaft mit Tieren war eher erst später gekommen. So,
in dem Fall ist es wirklich hier Getreide und ansonsten siehst du halt, habt ihr ein paar Hühner gesehen und Rinder sind eher selten. Gut. Vielleicht noch, hört ihr noch, vielleicht habt ihr, seid ihr irgendwo an einem Schweinestall vorbei, aber definitiv ist der Schweinestall nicht in der Niederkirche. Okay. Aus Gründen muss der Braten Geruchs. Ja kommen. Genau. Ja. Wonach Silas aber auf jeden Fall fragen würde, wenn die Wirtin dann noch irgendwo ist und dann mit dem Essen so, warum das hier goldener Hirsch heißt? Ob es da irgendwie eine Geschichte dazu gibt. Ja, die Wirtin dachte nur, ach, das liegt eher daran, dass hier, man sagt, das hier sei ein goldenes Land, wenn man hier entsprechend rausschaut. Und das Einzige, was man, was sich wahrscheinlich hier perfekt verstecken könnte in diesem Gelb im Sommer, wäre höchstens ein goldener Hirsch. Darauf kommt dieser Witz zurück. Ah, okay. Ja, das klingt durchaus plausibel. Vielen Dank. Ja, wir haben gehört, hier die Kornkammer Bayerns. Ja, ja. Im nördlichen Teil des Königreichs behauptet man Ähnliches, aber hier direkt an der fruchtbaren Isar und in der Ecke von der Donau, macht den Wegwerfen nicht gestisch. Eine gute Frau, haben Sie hier oft Gäste oder in letzter Zeit Gäste gehabt? Schüttel den Kopf. Sie sind die ersten Gäste seit, überlegt er so. Ich glaube, der letzte Gast war ein Kaufmann, der beim Grafen vorsprechen war, und das war eben im April. Ja, es ging damals. Nein, es ist nicht wichtig. Sie haben doch. Ach, erzählt uns doch. Ja. Also, wenn schon so selten Gäste herkommen, was bringen andere Leute her, dann wenn es nicht gerade... Manipulation. Bitte? Okay, dann darfst du mir bitte einmal erklären, wie ich eine Würfelprobe abwerfe. Es gibt die Fertigkeit Manipulation, Manipulation, ja. Und dazu gibt es entsprechend das Attribut, das zugeordnet Empathie, ist. Empathie, ja. Und die beiden Zahlen addierst du und das ist die Anzahl der W6, die du würfeln darfst. Und jede 6, die du würfelst, ist ein Erfolg. Das ist kein Erfolg. Du kannst, wenn du möchtest, den Wurf auch strapazieren, dann müsstest du einen negativen mentalen Zustand akzeptieren. Okay. Das sind diese Kästchen auf dem Charakterbogen, wo er zum Beispiel wütend steht, weil die Wertfrau nicht rausrücken möchte zum Beispiel. Mit. Ja, nein. Und ich glaub... sehr hoffnungslos sein, weil sie einfach nicht damit rausrücken möchte und so weiter und so fort. Ich könnte auch gebrochen sein, weil ich Widerstand kriege. Das ist regeltechnisch der Endzustand. Ach so, okay, das ist das Letzte. Ja. Nee, gut, ich würde das jetzt nicht strapazieren, weil das so wichtig erscheint mir das dann jetzt gerade nicht. Okay, dann... Wie gesagt, ich bin ja nicht fürs Plaudern hier und für solche Gerüchte und geht dann weg. Okay. Schade, es hätte mich sehr interessiert, was sich hier von diesem Kind erzählt wird. Vielleicht fragen wir, es war noch draußen... Es ging ja um den Kaufmann. Ich weiß schon, aber sie ist jetzt gegangen. Ja, aber sie ist ja wieder zurück an ihren Platz gegangen. Ja. Ihr seid ja an eurem Tisch jetzt gerade. Aber vielleicht, als wir angekommen sind, waren doch draußen Kinder beim Spielen. Vielleicht fragen wir einfach draußen einmal die Kinder. Vielleicht haben sie ja mit den Kindern des Grafen gespielt. Wir werden hier schon, also ich werde mich nochmal umhören, aber ich glaube, wir sollten dann zuerst den Grafen treffen und uns von ihm die Situation erklären lassen. Ja, du bist ja vorher mit Seppi zusammengerannt, als du ihm die Eimer abgenommen hast. Ja. Achso, als erster kleiner Informant, ja. Kommt das bei ihm mit dem Alter so hin, dass er so 7, 8 ist oder so? Ja. Okay. Also ähnliche Altersregel, vielleicht ein bisschen älter. Ja. Dann fragen wir doch den einmal kurz und gehen dann zum Graf. Haben wir die Zeit noch? Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, wir haben nicht, jetzt wann wir erwartet werden. Okay. Genau, kein Ah, Seppi! Ich erwarte, ihr seid nicht angekündigt. Seppi, geh mal Orbi her! Was? Ist das Wasser nicht gut? Nein. Dann ist er schuld und zeigt dann auf Eugen. Ich tippe Eugen an. Ich glaube, er kann besser mit Kindern vielleicht. Nein, kein Problem. Und du hast dann... das Wasser am meisten verschüttet, als du mir die Eimer abgenommen hast. Ja, war meine Schuld. Tut mir leid. Das ist mein Job. Nein, eigentlich war es meine Aufgabe. Ja, aber guck mal, du bist so klein und schwach. Da wollte ich dir doch was Gutes tun, dass bin du die Eimer... Bin ich schwach? Ich hab voll die Muskeln und band dann so exemplarisch so die Armmuskel an. Oh ja, tatsächlich. Ich habe mich getäuscht, das tut mir sehr leid. Zack, Seppi, hättest du
also weißt du, wer die letzten Gäste hier waren, was die hier wollten? Nee, okay. Die meisten ignorieren mich, mit denen habe ich nichts zu tun. Darum kümmert sich die Mama drum. Okay, gut, dann werden wir die wohl mal fragen müssen. Ich würde dann so wenn noch nicht aufgegessenen Braten essen. Du sag mal, Seppi, möchtest du was davon haben? Ich bin eigentlich schon satt. Gibt dann große Augen. Mhm. Guck dann leicht verstohlen Richtung der Mutter, die gerade da irgendwie Sachen aufräumt. Ich rutsch so ein bisschen zwischen das Sichtfeld. Ich schieb's ihm so unauffällig rüber. Wär mir sehr recht, wenn du das aufessen könntest. Dann sind die Finger sehr, sehr schnell und der Mund sehr, sehr voll. Du, Seppi, hast du eigentlich mit diesem verschwundenen Kind gespielt? Kennst du das? Das soll ja vom Grafen sein. Der Benedikt? Er ist nicht mehr da. Mama hat mal gesagt, er ist jetzt im Himmel. Schluck dann geräuschvoll unten unter. Benedikt, aha. Ja. Er hat dann noch viel mehr Namen. Also sein Bruder Konrad und Georg, die sind noch da. Wie alt sind die denn, der Konrad und der? Der Konrad, der wollen jetzt dann im Herbst dann weiterreisen nach Mainz, wurde mir gesagt. Soll eine gute Schule gehen. Aber ich weiß nicht genau, was die Schule sein soll. Das heißt, der Konrad ist schon älter. Ja, ja. Und wie hieß der andere? Georg. Ha, wie der heilige Georg, okay. Und die drei Jungs waren auch hier zum Spielen oder durftet ihr mit denen nicht spielen? Selten. Deren Mama passt immer sehr gut auf, dass sie nicht mit uns spielen eigentlich. Du könntest du uns da vielleicht hinbringen zu dem Haus vom Grafen? Sieht dann so leicht verwirrt an, aber das Haus steht doch da draußen auf der anderen Seite vom Platz. Gut, dann finden wir es allein. Der ist aktuell hier, der passt auf die Ernte auf. Also, sagt Mama immer. Ist er sonst nicht die ganze Zeit hier? Nein, er hat noch ein Anwesen in Moos, aber da ist er halt nur im Winter und im Frühling. Und jetzt im Sommer passt er auf, dass hier kein Roggenhalm wegkommt. Okay. So ein betrübter Blick von Silas, dass kein Roggenhalm wegkommt. Er hat ja eins abgerufen und den Koffer gesteckt. Bam, bam, bam. Oh je. Na dann, Seppi. Vielen Dank, ne? Sehen. Dank dir. Ja, und flitzt dann davon. Gut. Okay. Ja gut, hoffentlich erfahren wir jetzt mehr vom Grafen, wie da die Umstände sind, dass einfach ein Kind verschwindet. Vor allem sein eigenes. Mhm. Ja, sein Enkel ist das ja dann. Ach, das jüngste Kind. Ah, okay. Oha. Ja, gut. Das erklärt aber eventuell auch, wieso er die Strafe nach oben setzen wollte. Ja. Stimmt. Das klingt plausibel. Ja. Gut, ich ziehe dann den Rest meines Bieres mit einem Zug weg. Es ist immer sehr kühl vom Keller her. Sehr schön. Dann, naja. Würde ich sagen, wollen wir? Ja. Ja. Gut, ich gehe vor, kündige uns an. So wie man das macht. Okay. Schaffst du entsprechend über den hitzeflirrenden Platz. Mhm. Und kommst dann bei einer stattlichen Holztür an, die unweit von der Tür zur Kirche ist. Das ist mehr wie ein Gebäudekomplex irgendwie, so gefühlt. Mhm. Also, man kann da gefühlt zwischendrin hin und her laufen. Es wirkt so, also es ist auf jeden Fall dicht an dicht gebaut.
Und du klopfst dann entsprechend mit einem schweren Klopfer gegen und dann kommt eine sehr ältere Frau, macht dann so auf, starrt dich dann so an, wie so tiefe Falten und diverse Muttermale verunzieren dieses Gesicht. Wenn du sagen würdest, die höchste Hexe für den Hexenprozess, das wäre sie. Aber sie guckt dich dann so an. Ja, wer seid ihr? Guten Tag, mein Name ist Eugen Richter und ich möchte ankündigen, dass meine Herrin, Frau Dr. Anna Maria Weber und ihr Begleiter Silas Porelius in Kürze hier auftauchen werden, um mit dem Grafen zu sprechen. Sie eine Einladung? Wir sind geschickt worden von, jetzt hilf mir bitte kurz, ich weiß nicht mehr, wer uns geschickt hat. Ihr habt einen Brief auf den bayerischen König. Staatssekretär des Justizministeriums. Okay. Achso, nah dran. Okay. Also ihr seid auf jeden Fall von der bayerisch-königlichen Krone geschickt worden. Okay, wir sind von der bayerischen Krone geschickt worden. Ich nehme an, ich habe das Schreiben dann dabei. Guckt dann so an. Werft die Augen zusammen. Aber liest scheinbar nicht den Brief, sondern guckt eher primär auf das Siegel, das drunter klebt. Und das ist offensichtlich das Siegel der Wittelsbacher. Und dann so. Bezüglich des verschwundenen Kindes. Sie sind also die Kuriere für den Erlass, dass der Prozess fortgeführt werden kann. Das wird meinen Herrn sehr freuen. Eher sind wir dafür da, um die Untersuchungen voranzutreiben. Das ist doch dasselbe. Und steckt dir die Tür wieder zu. Okay. Dann hörst du, wie so hinter noch irgendwas gerufen wird. Und dann wird die Tür scheinbar entriegelt und dann richtig aufgemacht. Gut. Dann würde ich sagen, warten wir auf Frau Dr. Weber und Herrn Aurelius. Wir werden sicherlich ein bisschen zeitlichen Versatz gefolgt sein, oder? Ja. Die Dame führt euch dann entsprechend in einen durchaus stattlich ausgerichteten Salon. Und dann verschwindet die Frau und sagt, nehmen Sie Platz. Ich werde den Grafen und seine Gemahlin gleich holen. Vielen Dank. Und nach einer gewissen Wartezeit geht dann die Tür wieder auf, sie steht dann da, räuspert sich mit ihrer knarzigen Stimme. Kurz und noch sagt, vor der Wartezeit würde ich gerne mal gucken, wie denn der Salon so dekoriert ist, in dem wir jetzt sind. Man sagt ja schon ein bisschen was über die Herren des Hauses aus. Dann kannst du die Bilder anschauen. Würde mal sagen, das wäre auf jeden Fall eine Probe auf Bildung. Die Frage ist, wer von euch guckt sich die Bilder genauer an? Ich würde mir eher die Bücher angucken, wenn da welche stehen. Also die Schriften, wenn es da welche gibt. Direkte Bücher sind jetzt nicht hier, sondern eher Gemälde. Und ansonsten ein sehr langer Tisch mit Stühlen. Dann überlasse ich das jemand anders. Das ist so gesehen der falsche Begriff. Also ihr seid mehr mit einer größeren Speisesaal geführt worden. Muss man eigentlich formulieren. Aber da sind halt viele goldgerahmte Gemälde an der Wand hängend. Ja. Deswegen, ich würde mir auch eher die Gemälde angucken, denn Bücher, vor allen Dingen irgendwelche verdächtigen Bücher, würde ich jetzt hier in diesem Empfangsraum jetzt nicht notwendig machen. Ja, wahrscheinlich eher in der Bücherei, Bibliothek, was auch immer. Ja. Oder dem Geheimzimmer, weißt du, wo man so ein Buch zurückklappt und eine Tür aufgeht oder so, der Klassiker. Da muss irgendwie so ein Kerzenständer so rumdrehen oder so. Was bist du so paranoid? Wieso sollten die das haben? Bayerischer Landadel, weißt du, was dies so alles? Okay, ich habe keine bayerischen Landadelshaus, in dem man da sowas hatte. Ja gut, wenn wir dann warten und sonst nichts zu tun haben, dann schauen wir wahrscheinlich alle irgendwann auf die Bilder, wenn die so prägnant sind. Ist es eine Angalerie oder irgendwelche Landschaftsbilder? Es sind christliche Darstellungen. Oh, okay. Dann. Was muss man da würfeln? Bildung, ne? Bildung. Einen Erfolg. Auch einen Erfolg. Oh je. Ihr seid einfach sehr, sehr gut ausgebildet in der katholischen Bildungswesen. Der Theologie und so. Genau. Ja. Sehr peinlich für dich. Ich habe keinen Erfolg. Okay, also für dich sind das böhmische Dörfer, aber die beiden Religiösen in dieser Gruppe scheinbar sehen darin auf jeden Fall verschiedene Darstellungen von Jesus Kreuzigung, das ist das Offensichtlichste, aber dann auch eben
Sachen, die eher so Richtung Jakobsweg und andere weiterführende katholische Bildung geht. Mhm. Und du würdest sagen, also ihr beide mit einem Erfolg, das hat irgendwie was von den Jesuiten. Mhm. Das ist so eine extrem, sagen wir mal, ein bisschen wertkonservativere Variante der katholischen Leute, die ein bisschen radikaler sind. Ja, gut. Aber es ist alles neutestamentarisch, ja? Also auf jeden Fall im Gesamtkontext von Christen ist das völlig okay, aber es ist halt in eine gewisse Richtung geprägt. Okay, gut. Nun dann. Und auch wenn, um auf Bezug auf den Chat zu nehmen, nein, ihr könnt nicht in die Augen stechen. Die Bilder sind völlig intakt und die sind sehr, sehr christlich geprägt. Also man hat nicht so große Aufnahmen von irgendwelchen Persönlichkeiten. Das sind eher so Landschaftsdarstellungen mit Persönlichkeiten, die da oftmals leiden. Der heilige Georg? Ich wollte gerade sagen, so ein paar Heilige dabei? Ja, natürlich. Also Heilige sind hier sehr durch und durch. Also ihr habt wirklich so den Eindruck, ihr seid in einem sehr, sehr katholischen Haus gelandet. Gibt es auch ein jesuitisches Haus? Irgendwo ein Abbild von Maria? Oder sind das alles, also weil es sind ja eigentlich eher Männer in dem Glaubensbild. Also ihr seht, wenn die Maria nur in der Kombination mit Jesus. Okay, also dann steht Anna Maria, nimmt gar nichts wahr an diesen Bildern, die steht einfach nur vor einem Bild, vor einem Marienbild. Ich würde mir auf jeden Fall merken, was für Heilige da dargestellt sind. Also es gibt ein ganzes Sortiment an Heiligen und das ist... Ja, der heilige Johannes auf jeden Fall, der heilige Georg natürlich, der heilige Benedikt auch. Also es hat seinen Grund, warum wahrscheinlich die Kinder so genannt wurden. Ja. Also, was ist denn mit Konrad? Gibt es einen heiligen Konrad? Ja. Also es gibt einen heiligen Konrad, aber ob der da ist... Ja, das wäre jetzt so die Frage. Der älteste Sohnemann hieß mit vollständigen Namen Johann Konrad Friedrich Franz Leopold Konstantin Herbert Graf von Breising. Und vielleicht hat er noch irgendwie eine Lichteneck noch geheiratet. Deswegen ist es dann Breising, Lichteneck, Moos. Okay. Also, das ist... Das viele Heilige dabei auf jeden Fall. Ja. Und sein Bruder ist auch nicht viel besser. Okay, gut. Ja, dann kommt, wie gesagt, die alte Dame wieder zurück. Scheinbar irgendwie die Hausherrin oder die Hauswirtschaft, die Frau von der Hauswirtschaft. Dreht dann wieder ein und meint dann nur, ich kündige an Maximilian von Breising zu Moos und seine Frau Anna von Waldburg-Zeil. Und dann schritt erstmal der Herr ein und dann die Frau. Und ich nehme meine Position passend eines Bediensteten hinter Frau Dr. Weber ein. Ja, du verschmilzt mehr mit der Wand in der dunklen Ecke. Mhm. Ich stehe, als ob du zu einem Bild gehörst. Ja, ich stehe auf und grüße entsprechend. Frau Graf, Herr Graf. Ja, der Herr von Breising guckt dann euch so an. Gut. Meine Haushälterin meinte, sie wären von der königlichen Krone geschickt worden. Ja, trete ich vor und reiche ihm das Schreiben. Er fährt also drüber. Liest es in aller Ruhe. Und zuallererst einmal irgendwie bei der Stelle kommt, dass dem nicht stattgegeben wurde, ziehen sich kurz die Augen zusammen. Dann liest er weiter und faltet dann den Brief sorgfältig zusammen, reicht ihn seiner Frau dann rüber. Unschön, aber verständlich. Währenddessen faltet die Frau dann langsam den Brief auf, liest ihn durch. Und ihr dürft mal auf Beobachtung würfeln. Mhm. Das ist Beobachtung. Observation. Empathie. Einen. Ich bin zum Glück das Englisch und Deutsche mittlerweile simultan Übersetzer. Ich habe auch einen. Ich habe zwei. Yes. Macht das was besser? Ich sag ja, du bist hier unser Beobachter. Ja, du merkst, also gerade mit zwei Erfolgen, du merkst so, also ihr merkt so, die
kneift nicht nur die Augen zusammen, sondern die wird so leicht rötlich vor Anspannung. Und du merkst so wirklich, die Hände zittern. Sie greift dann so unter ihre Kleidung. Und sie ist wirklich so echt von Wut durchdrungen. Atmet dann tief durch und geht dann mit stetigen, beherrschten Schritt dann hinaus. Und die Haushältin macht dann die Tür hinter ihr leise wieder zu. Okay. Setzen Sie sich doch, meint dann nur der Graf. Danke. Kann ich Ihnen etwas zum Trinken anbieten? Wein? Gerne, jetzt? Ein Wein. Ich folge Frau Dr. Weber. Ja, ich bleib hinten in meiner Position stehen und erwarte auch nicht, dass mir was anbietet. Ich glaube, Silas hat von der Etikette, wie man mit solchen Adeligen umgeht, keinerlei Ahnung. Ich mach nicht, was zu tun hat. Ja, aber ich glaube, man hat ja tatsächlich eher Bier, also viel Bier getrunken, ne? Und dann halt in gehobener Gesellschaft Wein, weil das Wasser war ja eher dreckig. Damals noch. Genau. Ja, Annemarie macht so ein leichtes Kopfnicken Richtung Eugen, so zu der Tür, wo die Dame des Hauses so verschwunden ist. So. Ich schaue dann auch mal so unauffällig mehr Richtung Tür, ob man was hören kann. Ja, du hörst nur die Schritte, die dann irgendwie die Treppe hochgehen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich sehr unhöflich, wenn ich jetzt den Raum verlasse und mich auf eigene Faust durch das... Ich halte dich nicht auf, aber du hast ein schlechtes Bild auf deine Herrin. Also ich kann genau das. Eugen, vielleicht wartest du draußen auf uns. Ihr wünscht. Und dann verlasse ich den Raum. Ich verkneife mir mein Grinsen. Gut, dann bleiben wir erstmal am Esstisch. Die Hauswirtin ruft dann irgendwas laut durch den Raum, also durch den Korridor. Und dann kommt ein junger Bursche daher mit einer Karaffe mit Weißwein. Bringt noch drei Gläser. Entsprechend laut klirrend kommt er dann hereingespaziert. Stellt das dann alles hin und verbeugt sich tief und verlässt den Raum wieder. Und in dem Moment geht dann auch Eugen wahrscheinlich durch die offene Tür raus, als die Hauswirtin gerade die Tür offen hält. Ich würde dann auch fragen nach dem Aufenthalt für die Dienerschaft, weil man sich da ja wahrscheinlich so ein bisschen austauscht. Oder es halt irgendwie, dass man nicht doof rumsteht. Ja. Die guckt sich dann so an. So lange wird das nicht dauern, meinten die Alte. Wir können gerne im Gang stehen bleiben. Nun dann. Mein Herr ist sehr auf Effizienz aus. Verständlich. Meine Herrin auch. Dann sollte das in der Tat kein langer Austausch werden. Sagt, wie war euer Name? Sophia. Sophia. Und dann, ich bin Eugen. Sagt, guck dich trotzdem sehr kritisch an, weil so ein junger Bursche. Ja, gut. Sagt, geht es eurer Herrin gut? Sie sah etwas mitgenommen aus, als sie den Raum verlassen hat. Wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn ihr ein Kind verliert? Das ist ein guter Einwand. Der Schmerz sitzt wahrscheinlich noch sehr frisch und tief. Nickt einfach nur stumm. Und faltet dann die Hände nochmal zu einem stillen Gebet zusammen. Okay. Guck mich ein bisschen um und ich weiß nicht, wahrscheinlich lässt sie sich nicht so gut in ein Gespräch verwickeln. Sie scheint eher auch wortkarg und effizient wie ihr Herr zu sein. Wenn wir gerade vom Herrn reden, der, wie gesagt, dann die Karaffe nimmt, entsprechend in die Gläser einschenkt, kurz daran riecht und dann dran nippt. Gut. Der König hat sie also geschickt, um mein Anliegen nicht stattzugeben. Gut. Womit sendet der König sie dann hierher? Grundsätzlich würden uns, wenn ihr die Frage erlaubt, die grundlegenden Umstände des Verschwindens eures Sohnes einmal erläutern, bitte. Gut, wir haben die Situation wie folgt. Der junge Benedikt, mein Jüngster, ist verschwunden.
Und die Magd Madeleine hat aufgrund dieser Ereignisse irgendwie... Nun, wir haben sie bei frischer Tat ertappt, als sie Hühnerblut an die Türen geschmiert hat. Hühnerblut? An dem Tag des Verschwindens, oder? Nachträglich. Wir vermuten, meine Frau vermutet, dass sie etwas mit dem Verschwinden von Benedikt zu tun hat. Benedikt, hat er sich im Dorf aufgehalten oder ist er mal irgendwie unterwegs gewesen? Wo war der letzte Punkt, an dem man ihn angetroffen hat? Hier im Haus. Das heißt, er ist hier aus diesem Haus verschwunden. Oder er hat sich entsprechend rausgeschlichen. Das wäre nicht ungewöhnlich, aber normalerweise passten Sophia entsprechend gut darauf auf, dass hier niemand rauskommt. Nicht, dass das schlechter Einfluss auf die Kinder ausübt. Ich bin ja schon dabei, entsprechend einen Internatsplatz für meinen Ältesten in Mainz zu organisieren. Das heißt, Sie haben kein eigenes Kindermädchen, sondern Sophia übernimmt die Funktion? Sophia übernimmt gerade die Funktion. Aktuell müssen wir entsprechend gucken, wie wir das hier neu ausrichten. Die meisten Kindermädchen wurden aufgrund des Schmerzes meiner Frau aus ihrem Dienst entfernt. Sie gibt ihnen auch irgendwo die Schuld, dass das passiert ist. Wer war es denn zur Zeit des Verschwindens? War es diese Madeleine? Nein, Madeleine ist hier eine Magd, die sich hier um die Hühner kümmert, um die Bewirtschaftung der Anlagen hier. Also mehr oder minder, was halt anfällt. Eine von vielen halt. Und der Schmerz ihrer Frau, damit meinen Sie aber wegen ihrem Sohn? Ja. Gut. Mein herzliches Beileid. Ja, er nimmt dann nochmal einen tiefen Schluck aus dem Weinglas. Bezüglich der Magd Madeleine, sie wird sicherlich eine Aussage gemacht haben, warum sie Hühnerblut verschmiert hat. Ja, sie meinte, es wäre zum Schutz. Wogegen? Irgendwas von bösen Geistern, Gestalten, Hirngespinste. Ist das erste Mal hier bei Ihnen im Ort, dass so etwas vorkommt, oder gibt es irgendwie geschichtliche Hinweise, sagen wir einfach mal, dass das irgendwo in der Vergangenheit schon einmal passiert ist? Schwenkt so ein bisschen das Weinglas vor sich hin. Nein, worauf wollen Sie hinaus? Nun, manchmal ist es so, dass Orte, die vielleicht von irgendetwas beeinflusst werden, wie gesagt, gegen böse Geister, dass es sich im Laufe der Geschichte wiederholt. Nun, ich glaube... Ja, Silas. Entschuldigung. Es kann durchaus sein, dass durch die Stärke des Glaubens eine böse Instanz irgendwie getilgt oder zumindest eingeschränkt wird. Und falls es irgendwo Zweifel gibt oder zu viele Zweifel, dass dann irgendwo das Böse wieder an Kraft gewinnt. Nun, ich glaube, worauf Herr Borelius, Student der Theologie, hinaus möchte, ist, dass es heidnische Rituale gibt, die eben in wiederholten Abständen durchgeführt werden und ob dies der Fall ist. Denn Gott bewahre, wir sind doch hoffentlich weit weg davon. Deswegen wollte ich ja, beziehungsweise nicht ich, eigentlich prima meine Frau, dass das, was Madeleine gemacht hat, entsprechend hart bestraft wird. Ja, sie verwendeten den Begriff der Hexerei. Ich hätte diesen Begriff nicht gewählt, aber meine Frau hat darauf bestanden. Ich halte nichts davon, diesen Hokuspokus zu glauben. Aber sie meinte, dass was da passiert wäre, wäre abscheulich und gegen Gottes Gebot. Abscheulich ist das ganz bestimmt, egal welchen Hintergrund es hat. Sollten Sie uns hier freien Zugang gewähren,
werden wir versuchen, unser Möglichstes zu tun, um den Ganzen auf die Spur zu kommen. Vielleicht gibt es dementsprechend keinen Prozess gegen eine Hexe, aber es könnte doch ein richtiger Prozess stattfinden für das, was wirklich passiert ist. Das ist die Frage, Entschuldigung, was wirklich passiert ist, denn das Kind ist verschwunden und die Magd hat Blut verschmiert. Aber dass jetzt direkt die Magd etwas mit dem Verschwinden des Kindes zu tun hat, das erschließt sich mir irgendwie nicht. Ja, deswegen wären ja auch die, wird der Prozess an der Stelle nicht mehr stattfinden können, weil das war der Anklagepunkt. Dämonische, heidnische Rituale im Sinne einer Hexerei hier anzuwenden, hätte man vielleicht bestrafen können, aber wir haben nicht allzu viel Indizien, außer eben einen Verdacht, aber wir haben keine Beweise. Niemand hat sie gesehen. Wo befindet sich denn momentan diese Magd? In entsprechend einem Zimmer eingesperrt. Wäre es möglich, dass wir hier mit der Beschuldigten einmal ein Gespräch führen dürfen? Er nimmt noch einen letzten Zug, füllt das Glas wieder auf. Von mir aus können Sie das gerne tun. Vielen Dank. Wenn Sie es nur irgendwie rauskriegen, was ist hier wirklich passiert, das wäre mir schon wichtig. Aber ich befürchte, nach so einer langen Zeit, und starrt dann eher ins Weinglas und nimmt dann einen tiefen Schluck. Wir werden unser Möglichstes tun. So war Gott uns helfe. Gut. Und dann stemmt er sich auf, leicht schwankend. Der Wein ist wirklich stark und er hat das Dreifache von dem getrunken, was ihr vielleicht während des Gesprächs getrunken habt. In der Hitze. Ich glaube, so mehr als ein halbes Glas, wenn sie das nicht getrunken haben, wenn so dieses zwischendurch mal dran genippt. Er ist sehr gut und süffig, aber sehr, sehr stark. Also der hat sich gerade mit Alkohol betäubt. Ja, und dann klopft er gegen die Tür. Das hört auch Eugen. Und Sophia macht dann die Tür auf. Meint nur, Herr, brauchen Sie Hilfe? Das wird schon funktionieren. Und du siehst, wie er leicht schwankend dann die Treppe raufgeht. Und währenddessen sagt er dann noch leicht, ja, schwerfällig, die Herrin und die Dame dürfen gerne mit der Hexe reden. Sie sind ja vom König geschickt. Und mit einem sehr ernsten Ausdruck begleitet dann Sophia ihn dann zur Treppe und dann kommt sie zurück, humpelt Eugen leicht boshaft an. Wenn sie ihn zur Treppe folgt, dann wende ich mich einmal an Eugen. Hast du es geschafft, irgendwas hier rauszufinden oder der Herrin zu folgen? Oder? Die Haushälterin hat ein sehr scharfes Auge. Verdammt, immer diese Haushälterinnen. Ja. Ist mir noch in dem Zimmer, wo ich gewartet habe, irgendwas aufgefallen? Du standest im Gang, aber du kannst dich natürlich da auch umgucken. Ja. So irgendwas, was Auffälliges. Dann würfel doch mal auf Wachsamkeit, Vigilance. Kein Erfolg. Ja, ist ein sehr feinsäuberlich gepflegter Gang mit weiteren heiligen Darstellungen, auch hier. So, du hast langsam das Gefühl, jegliche heilige Person ist hier in diesem Haus ausgestellt. Es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn alles, was nicht so streng christlich ist wie dieser Haushalt hier, sofort als Ketzerei gekennzeichnet wird. Ja, also hier guckt euch dann so an, funkt wie gesagt boshaft an, guckt dann mit wieder gemäßigtem Blick dann zu den anderen. Sie wollen gerne so angeklagt. Ja, in der Tat. Folgen Sie mir. Sehr gern. Und dann geht's eine Treppe runter und durch ein kleines
Fenster im Keller, seht ihr überhaupt irgendwas hier? Es gibt noch kein elektrisches Licht zu damaligen Zeit und führt euch dann so gesehen durch die Kellerbereiche, die mehr meine Lagerräume sind. Mhm. Und bei einer der Türen bleibt sie dann stehen, zieht einen Schlüssel heraus, schließt den Schlüssel auf und macht dann die Tür auf. Bitte. Dankeschön. Vielen Dank. Auf einer notdürftig zusammengebauten Bett aus Strohsäcken sitzt da eine hagere Frau, die wie so ein Häufchen Elend gerade da sitzt. Und Sophia guckt da so an und steht dann im Türrahmen und beobachtet euch. Wenn wir bitte alleine mit der Dame sprechen können? Manipulation. Die ist unwillig. Manipulation. Oh ja, da habe ich ja beeindruckend viele Würfel und nein. Mit 3 Würfeln eine 6 zu kriegen. Nicht so. Eine Restchance hättest du. Ja, also ich meine, das sind auch immer ein anderer Satz. Also ich hätte einen Würfel mehr, soll ich es mal probieren. Ja, ich möchte mit dir gerne alleine sprechen eigentlich. Das ist ein Erfolg. Ich mache mich nicht beliebter. Ja, du bist bei dir auf jeden Fall irgendwie unten durch. Ich würde argumentieren, dass sie ja mal nach ihrer Herrin gucken sollte, nachdem die ja so zerrüttet ist. Mhm. Ob der schlechten Neuigkeiten. Sie soll sich keine Sorgen machen. Ich werde schon dafür Sorge tragen, dass wir dann hier nichts... Leise zischte dich dann so an, lassen sie diese Hexe nicht entkommen. Natürlich. Und geht dann den Kellergang wieder hoch und verschwindet dann. Hat sie den Schlüssel stecken lassen? Ja. Okay. Ah, ich ziehe den Schlüssel ab und mache von innen die Tür zu. Nicht, dass irgendwer jetzt auf die Idee kommt, uns da einzusperren. Wir könnten jetzt den ganzen Plot zerstören, indem wir sie einfach nehmen und aus dem Dorf fliehen. Schnell zum Fluss. Ich sage jetzt einfach, würfelt Initiative. Nein. okay. Wir haben uns quasi gerade mit dem großen Endboss zusammen eingeschlossen. Das war eigentlich für später vorgesehen, aber ja. Ich würde mich mal neben Madeleine auf diese Pritsche oder dieses Bett da setzen, wo sie sitzt. Und mal abchecken, ob sie irgendwie anderweitig verletzt ist. Also ob das jetzt nur quasi ihre emotionale Verfassung ist, weshalb sie so schlecht wirkt, oder ob sie auch irgendwo sichtbare Verletzungen hat. Okay, ich würde ihr tatsächlich meinen Flachmann mit dem Branntwein geben, würde ihr sagen, hier, trinkt erstmal einen Schluck. An wen riechtest du das jetzt? An die Madeleine. Ja, die sitzt da, wie gesagt, den Kopf nach unten geneigt und starrt einfach nur auf den Boden, als ihr euch dann neben sie setzt. Mhm. Und wenn du dich so neben sie setzt, dann siehst du auf jeden Fall so unter den dürftigen Kleidungen, die sie anhat, diverse Hämatome. Also man hat sie schon mal eher nicht so schön behandelt. Mhm. Aber zu der meisten Zeit auch nicht ungewöhnlich. Ja, okay. Aber sie seid soweit intakt zu sein. Okay, wie gesagt, ich würde ihr einen Schluck aus meinem Flachmann anbieten. Ja, sie starrt da auf die Flasche, dann so leicht hoch, guckt dann zu Anna-Maria rüber. Oh, das ist sehr guter Schnaps, den Eugen ihnen anbietet. Aber ich darf uns vorstellen, ja. Genau, vielleicht. Genau, das wollte ich gerade, dass sie überhaupt weiß, wer wir hier sind. Wir überfallen sie jetzt hier so einfach. Der junge Mann, der Ihnen hier diesen wunderbaren Schnaps anbietet, ist Eugen Richter. Hier sehen Sie neben mir Silas Borelius, Theologiestudent, und mein Name ist Dr. Anna-Maria Weber. Wir kommen aus München und befassen uns mit dem Fall. Sie sind angeklagt der Hexerei, Madeleine. Vielleicht interessiert es Sie, dass die Anklage so nicht stattfinden wird, aber es würde uns dennoch interessieren, was eigentlich passiert ist. Schüttelt so leicht den Kopf. Ich muss vorsichtig sein. Ich habe doch nur versucht zu helfen. Ich wollte doch nur es draußen halten. Was? Draußen halten? Was oder wen, genau? Das, was durch den Roggen streift. Und was streift durch den Roggen? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Schreie gehört
aus den Trockenfeldern. Hm. Kinderschrei. Und ich hatte einfach nur Angst. Ich habe mich noch daran erinnert, was dann der Priester gesagt hat, dass als Moses auszog und die Plagen über Ägypten hineinfallen sind, ich dachte, es wäre eine gute Idee, ein ähnliches Zeichen an die Türen zu malen, um das Böse draußen zu halten. Mhm. So wie damals die Ziegen, die geopfert wurden. Also die Lämmer. Das Lämmer, war doch die Opferung der Erstgeborenen oder sowas, ne? Aber es ging Lämmer, darum, dass sie... Mit Lämmern Blut die Türen markiert. Von den Häusern der Nicht-Ägypter. Genau. Aber es ging, glaube ich, um die Ermordung der Erstgeborenen. Ja, genau. Ja, das war die. Mhm. Denkt ihr, das ist eine Art göttlicher Zorn, den man sich hier zugezogen hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwas draußen lauert. Zur Mittagsstunde. Die Raben verstummen immer. Mhm. Das haben wir gemerkt. Sagt, wisst ihr, ob noch andere Kinder verschwunden sind, außer dem jungen Benedikt? Zum Glück nicht. Die meisten halten sich von den Feldern fern, werden entsprechend früh darauf hingewiesen. Geht nie in die Roggenfelder hinein. Mhm. Aber das... Ihr bitte, du zuerst. Das mit dem Blut haben sie gemacht, nachdem der junge Benedikt verschwunden ist oder davor? Danach, ich glaube, ich habe ihn schreien gehört. Was auch immer, er ist da wahrscheinlich reingegangen. Die Kinder vom Grafen kennen nicht die Regeln, die anderen Kinder gesagt bekommen. Hütet euch vor den Roggenfeldern, geht nicht hinein. Mhm. Und die Predigt des Priesters war davor oder danach? Sie war schon vor Ewigkeiten. Ich habe einfach nur gedacht, okay, mit was kann ich hier verhindern, dass noch irgendjemand wegkommt von den Kindern des Grafen? Und ich habe einfach an die Türen dann. Und dann fängt sie an zu weinen. Ich habe doch nur mein Bestes versucht. Gut. Natürlich glaube ich euch und dann lege ich meine Hand so wohlwollend auf ihre Schulter. Und wir wollen natürlich nicht, dass hier noch etwas weiteres passiert oder dass ihr ungerechterweise einer Bestrafung zugeführt werdet, die ihr nicht verdient habt. Nun, das kommt darauf an, welche Symbole haben sie denn gemalt? Ich blicke, während ich das sage, auf Silas. Ja, sehr interessiert zu. Ich wusste nichts Besseres, ich habe einfach nur einen roten Kreis gemalt. Vielleicht wäre ein Kreuz besser gewesen. Ein Kreis. Ja, und zum Glück haben sie nicht die Salzspuren verwischt, die ich nur ausgestreut habe. Das hat ja viel Ärger gegeben. Salzspuren? Als Schutz gegen Geister? Ja, an den Türen und den Fenstern. Und das ist grundsätzlich schon mal ein sehr gutes Vorgehen. Das kommt auch vom Priester, das Wissen dazu? Ja. Da wird sie eher wieder kleinlaut. Nicht unbedingt. Sondern, also ihr habt auch von Regeln gesprochen, die Kinder hier lernen. Und wer bringt ihnen die bei? Naja, die Älteren, die Hebammen und so. Ah, also, okay. Hütet euch vor dem Roggenfeld, geht nicht hinein zur Mittagshitze. Gibt es eine lokale Legende, die das erklärt? Ein Märchen vielleicht oder eine Geschichte? Denn ich wüsste es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt nur eine der Regeln. Besonders zur Mittagssitze sollte man sich im Schatten aufhalten. Man sollte nicht in die Roggenfelder gehen, weil da gibt es auch keine Bäume und so. Mhm. Gut. Aber die Raben, normalerweise sind sie deutlich aufmüpfiger. Und ich habe schon lange keine Amsel mehr gehört. Ja, auch das ist mir schon aufgefallen, dass es außer den Raben eigentlich keine weiteren Vögel hier gibt. Und ja, ihr wart jetzt auch 2 Wochen hier in diesem kleinen Raum eingesperrt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber das geht schon länger so. Mhm. Und wie lange? Wir sind da seit Anbeginn des Sommers. Mhm.
Gab es denn irgendetwas, was sonst gemacht wird und dieses Jahr nicht gemacht wurde oder was nicht gemacht wird und dennoch gemacht wurde? Ein Fest oder ein... Nun, der Graf kümmert sich in den letzten 2 Jahren selber darum, die Ernte zu überwachen. Und davor? Genau, gab es dafür einen Grund, dass er das auf einmal selber macht? Also was heißt auf einmal seit 2 Jahren? Ich weiß es nicht. Er beobachtet halt jetzt die Ernteabarbeiten und kontrolliert alles. Früher war es uns immer selbst überlassen gewesen, wie die Ernten vonstatten gingen. Und hat das dann dazu geführt, dass irgendwelche Bräuche nicht abgehalten wurden, die man sonst gemacht hat? Liegt dann, nun, wir haben früher immer ein größeres Feldbereich immer stehen gelassen für den Winter. Mhm. Aber wieso, weiß ich nicht. Aber der Graf sagt, wir sollen nichts verschwenden und hat entsprechend angeordnet, auch diese Bereiche abzuernten. Gut, könnt ihr uns sagen, wer im Dorf uns eventuell weiterhelfen könnte? Gibt es ja einen Dorfchronisten oder etwas in der Art? Der Pfarrer führt doch die Chronik über die Taufbücher, aber ich glaube, das meinen sie nicht, oder? Nein, eher sowas wie die Geschichte des Dorfes. Meistens gibt es ja dann doch irgendwie eine Art von Erzählung, die mündlich weitergereicht wird. Nein, es gibt nichts Schriftliches. Die Regeln werden immer mündlich vermittelt. Mhm. Gut, und es gibt auch niemanden, der sonst... Wären dann die alten Hebammen, die kümmern sich darum, dass die Kinder sicher sind. Mhm. Könnt ihr uns den Namen nennen, wie wir da fragen können? Ich habe keinen Namen mehr parat auf meiner Liste. Ja, brauchst du nicht jetzt zu nennen, aber dass sie uns ein, zwei Leutchen nennen kann, einfach. Also, Gertrude. Und als nächstes würde mich interessieren, wo sich dieses Feld befindet, welches eigentlich immer stehen gelassen worden ist. Also im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr das nicht abgeerntet, sondern auch wenn der Winter kam, blieb dieses Korn dort bestehen. Ja, aber das war immer ein anderer Bereich auf den großen Feldern. Ah ja. Wie sagt er es immer, Alois, das Herz des Feldes muss stehen bleiben für den Winter. Ah. Mhm. Herz des Feldes, okay. Nun gut, könnt ihr uns sonst noch etwas sagen? Guckt dann nochmal. Dann nochmal sehr energisch Annemarie an. Und ja, pack dich sogar ein bisschen und statt die an und sagt, gehen Sie nicht zur Mittagsstunde in die Roggenfelder. Tun Sie das nicht. Danke für die Warnung. Ansonsten können wir noch irgendetwas für dich tun in unseren... gut, die Mittel werden begrenzt sein sicherlich, aber... Ich werde einfach hier sitzen. Ich werde, was auch immer mein Herr über mich gebietet, akzeptieren müssen. Ich wollte doch einfach nur die beiden anderen noch schützen. Madeleine, haben Sie denn Familie hier in Aholming? Schüttel den Kopf, nein. Ich wurde von meiner Familie ausgesendet, hier an diesem Hof Anstellung zu finden, um entsprechend für Geld zu sorgen. Gut, es gibt also niemanden, dem wir irgendetwas übermitteln können. Nein. Normalerweise ist auch mein Herr auch gut zu mir. Er versteht nur mein Vorgehen. Und die Herrin?
Nun, sie ist die strengste hier am Hof. Hm. Wenn ich nochmal kurz auf das eben Gesagte zurückkommen darf, die beiden anderen zu schützen, du meinst Konrad und Georg? Oder gibt es noch? Ja, gut. Danke, du hast uns schon sehr geholfen. Du wirst aber hier ordentlich versorgt, also dass mir auch was zu essen reinreicht oder lässt man dich auch noch hungern? Nee, nur ein karges Mahl halt. Ich hoffe, ich verliere meine Anstellung hier nicht. Nun gut, nicht, wenn wir dem helfen können. Und ihr die Wahrheit sagt. Ja. Dafür müssten sie mir glauben, dass ich nichts Böses wollte. Und ja, es wirkt falsch, dass ich das versucht habe, aber ich wusste halt nicht, was ich da machen soll. Wenn selbst das gottesfürchtige Haus hier ein Kind an den Rocken verliert, dann braucht man doch noch mehr Beistand irgendwie. Ja, in der Tat. Aber als nächstes empfehle ich dann vielleicht den Priester oder ein Gespräch mit dem Graf oder der Gräfin, statt Hühner zu schlachten und irgendwelche Symbole an Türen zu malen. Sollte es noch einmal vorkommen. Was wir nicht hoffen. Was Frau Dr. Weber sagt. Ich habe übrigens das Huhn nicht vergeudet. Das war eh für den Braten des Grafen vorgesehen gewesen. Gut. Also sollten sie wirklich unschuldig sein, werden wir es hoffentlich herausfinden. Ja. Auf jeden Fall. Wir werden unser Möglichstes tun. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, aber ja. Ja, spielt sich dann entsprechend die letzten Tränen mit dem schmutzigen Kleidung ab und zieht mir in der Dreckspur noch weiter durchs Gesicht. Und ich würde ihr tatsächlich so ein etwas sauberes Taschentuch geben. Ja, sie wischt sich entsprechend darüber mit übers Gesicht, putzt sich damit mit die Nase und danach ist das Ding sehr, sehr dreckig. Das ist okay. Und reicht ihr den Stofffetzen zurück. Das ist auch okay. Ich mach den dann schon wieder sauber irgendwann. Wie gibt's der Wirtin? Die kann das waschen mit unseren Hemden. Was ist denn das hier? Mhm. Glaube ich, möchte ich gar nicht wissen. Hexenschlotter. Ach, komm. Okay. Gut, dann ziehen wir zurück. Ihr habt den Schlüssel. Ja, aber ich habe ja nicht abgesperrt. Aber also wenn wir rausgehen, stecke ich ihn auch wieder von außen rein. Schließt die Tür wieder ab? Ja, klar. Würde den Schlüssel dann, glaube ich, mitnehmen und der Sophia wiedergeben. Ja, die Sophia kommt dann auch schon wieder runter. Ach so, okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich die zufälligerweise suchen muss. Ja. Also, wir waren zu langsam, als dass ich jetzt sie hätte suchen können, um dann nochmal einen Vorwand zu haben. Okay. Du kannst immer noch versuchen, dich hochzuschleichen, aber dann hätte ich gerne eine Probe auf Heimlichkeit. eher nicht. Nicht so meine Stärke, habe ich das Gefühl. Nein, aber gut, dann. Aber ich würde sie zuschwallen, einfach, um Eugen die Gelegenheit zu geben, falls er es probieren will. Ach, ja, gut, wenn du es jetzt in ein Gespräch verwickelst. Klar. Sophia, nun, es geht ja, also Sie haben ja vielleicht gehört, ob Sie jetzt an die Hexe glauben oder nicht. Die beiden anderen Jungs sollten unbedingt wegbleiben vom Roggen. Es passiert dort nichts Gutes, Unheiliges, Gottes... Okay, dann gebe ich dir plus 2 auf Heimlichkeit. Das heißt, ich werfe 2 Würfel mehr? Ja. Okay. Cool, dann habe ich 2 Würfel auf Heimlichkeit plus das Attribut dazu. Ja. Die Würfel haben sich gelohnt. Das sind 2 Erfolge.
Okay, du schleichst dich entsprechend aus dem Keller nach oben, während die anderen wahrscheinlich auch gerade Richtung Aufgang gehen, aber du schleichst deutlich schneller nach oben und besonders leise. Nimmst eine Treppe mehr nach oben, nicht nur eine, sondern bist dann im oberen Stockwerk und bist dann so gesehen im oberen Bereich angekommen und hörst dann eben Stimmengemurmel hinter einer verschlossenen Tür. Kann ich da was Genaueres ausmachen, ohne dass ich die Tür... Und dann hörst du noch in einer anderen Tür, hörst du dann noch zusätzlich irgendwie so komisches Rumpeln? Oder ist das irgendwie anderer Lärm? Okay. Und jetzt ist die Frage, nimmst du A, die Tür mit Stimmengemurmel, oder nimmst du B, die Tür mit komischen Geräuschen? Das ist ein Neugierigkeitsdilemma. Ich würde beides gerne machen. Oder sollen wir den Chat fragen, ob du lieber A oder B haben möchtest? Oder so. Sonst würfel es auch gerade das eine und gerade das andere. Naja, ansonsten hätte ich gesagt, ich nehme die Tür mit den komischen Geräuschen. Ich muss jetzt nicht unbedingt zuhören, wie die Herren des Hauses wahrscheinlich mehr darüber verzweifelt, dass ihr Sohn weg ist. Okay. Und sie keine Gerechtigkeit erfährt. Schiebst so leicht die Klinke runter, öffnest so einen minimalen Spalt die Tür, um reinzulinsen. Und dann siehst du dir einen nackten Rücken zugewandt. Okay. Was für ein Rücken? Blut überströmt. Okay. Und dann siehst du, was die Ursache des Geräusches ist. Das ist nämlich so eine Geisel. Oh, okay. Ich mache dezent die Tür wieder zu. Kann ich von dem Ausschnitt, den ich sehe, ungefähr schätzen, welche Person das ist, oder ist das jemand, den ich noch gar nicht gesehen habe? Die Gräfin. Die Gräfin. Sollte mich irgendwie nicht wundern. Aber gut, dann nehme ich an, dass in dem anderen Raum wahrscheinlich der Graf ist, aber wir haben auch nicht so ewig Zeit, ne? Dass ich dann wieder zurückgehe, bevor die Sophia merkt, dass ich nicht da bin, während sie zugeschaltet wird. So, dass du dich die Treppe runterkommst. Ja, Geisel. Also man kann sich damit selbst geiseln. Ja. Ja, dann schleichst du noch gerade die Treppe runter und stehst dann so gesehen, ich sehe nichts, einfach nur im Gang. Als dann Sophia mit Annemarie und Silas dann die Treppe hochkommt. Und deswegen sollten die Jungs auf gar keinen Fall in dieses Roggenfeld gehen. Abgesehen davon, es piekst und sticht. Außerdem ist die Gefahr eines Hitzeschlages, Frau Weber, Sie können mich da gerne korrigieren, natürlich auch immer gegeben, vor allen Dingen, wenn man nicht genügend hydriert ist, sprich Wasser getrunken hat. Und ich kann mich da durchaus beteiligen, dass wir sie von zwei Seiten sozusagen ins Kreuz, nein, Kreuzvortrag, könnte man sagen, halt nehmen. Und vergessen Sie nicht, dass alle Leute, die so, die kleiner sind als der Rocken, sich unweigerlich darin verirren werden. Das auch noch, ja. Definitiv. Zur Mittagsstunde Wasser, Schatten, Kopfbedeckungen und am besten alles im Haus. Sie wird diesen Tag verfluchen. Ich weiß, wie ich mein Haus zu führen habe. Davon gehen wir aus. Sie haben eine feste Hand, Sophia, und das schätzen wir sehr. Und deswegen lassen wir sie jetzt auch wieder mit ihren Aufgaben alleine. Ja, dann hörst du noch, wie sie ruft. Konrad, Georg! Und geht dann die Treppe hoch. Okay. Gut, wenn wir dann wieder draußen sind, weil das werde ich nicht im Flur besprechen, teile ich euch von der Selbstgeißelung der Hausherrin mit, die das alles wohl nicht so gut aufgenommen hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Geißeln war ja so eine Art von Selbstbestrafung. Genau. Also, um Sühne zu tun. Der Typ, wenn ihr euch an den erinnert, dann ähnlich, wie gesagt, sich selbst verletzen als Ausdruck christlichen Glaubens. Also Buße tun. Ja. Aber es ist sehr extreme Art von Buße tun. Ja, aber meine Frage wäre, wofür? Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt gerne medizinisch nach da oben gehen würde, wofür
also büßt sie denn dann, dass sie ihr Kind einem Kindermädchen überlässt oder draußen mit einer Magd rumlaufen lässt oder selbst nicht dort war? Schuldgefühle sind vielschichtig und manchmal unerklärbar. Vielleicht gibt sie sich einfach die Schuld daran, ihr Kind nicht genug beschützt zu haben. Sonst wäre es auch sicherlich eine Geste, dort irgendwo den psychischen Schmerz physisch fühlbar zu machen, um ihn so zu transferieren sozusagen. Das ist übrigens zu modern für die Zeit, weil Freud kam erst Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, ja, klar. Okay. Aber der Hausherr hat dasselbe mit Wein getan, also... Eben drum, das war jetzt die Herleitung davon, richtig? Mhm. Ja. Na gut. Ich glaube, wir sollten uns hier etwas umhören. Vielleicht schauen wir einmal in die Kirche zu diesem Priester. Exakt, der scheint ja doch auch etwas... Und ich befürchte, irgendwann müssen wir in dieses Roggenfeld. Ja, und ja, genau da wollte ich euch kurz noch etwas sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dort vorhin etwas gesehen zu haben. Da würde ich euch kurz in ein paar Worten das erklären, was ich habe aus dem Fenster geguckt. Und kurze Hitzeflimmern. Kurzen Einschub, den ich noch gerne bringen möchte. Inwieweit darf man denn sein Wissen von außen her mit hier in die Runde mit reinbringen? Willst du jetzt irgendwas OT jetzt reinwerfen? Nein, aber ich kenne halt so ein paar Sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das hier jetzt für die Runde relevant ist oder nicht, aber dass man halt quasi heidnische Götter im Weizen eingefangen hat, woran mich das jetzt erinnert hat mit dem Herz des Feldes quasi. Aber keine Ahnung, ob das was ist. Vielleicht haben wir sowas aus unserer wie heißt das? Ja. Unserem Hauptquartier. Aus dem Hauptquartier. Ne? Da wurde ja auch schon gesammelt, vermutlich, oder? Von anderen. Mhm. Mhm. Das wäre so eine Vorrechercheprobe, wenn man schon eine Ahnung hat, was man finden wird. Mhm. Deswegen frag dich ja nach lokalen Legenden und Märchen oder irgendwas, ne? Dass halt hier irgendwie was Spezielles umgeht oder so. Ja. Aber es klingt auf jeden Fall danach, ja. Da sind wir gedanklich in die gleiche Richtung unterwegs, dass halt irgendwie. War, glaube ich, genau das, von wegen, dass irgendwo ein Brauch nicht mehr gemacht wird, der früher gemacht wurde und jetzt passiert halt was da drauf. Und das war die Vermutung, aber das wurde ja nicht bestätigt. Brauch in dem Sinne, dass komplette Roggenfeld abge... Genau. Gut, wir sollten vielleicht rausfinden, wieso das früher halt nicht gemacht wurde und vielleicht hilft uns das dann weiter. Ja. Auch das wäre vielleicht in der Kirche zu finden. Das wird wahrscheinlich eines der ältesten Bauwerke hier sein. Vielleicht haben sie es irgendwo verewigt oder aufgeschrieben oder in irgendeiner Predigt wurde es mal... Ansonsten hätte ich gesagt, vielleicht mal bei der Frau Gertrude nachzufragen. Das Gasthaus? Die Hebamme. Ansonsten erinnere ich auch nochmal an die Marienstatue, die wir in der Nähe von einem Anleger dort gesehen haben, dass ihr dort... hier Roggen geopfert wurde. Und dass früher, wenn er irgendwo einfach steht und hier so irgendwie eine Natur, Gottheit, Geistwesen, wie auch immer das sich dann gestaltet, halt unterwegs ist, dass man demjenigen halt dieses Korn, was stehen geblieben ist, geopfert hat. Wir haben es also mit einem Wesen zu tun. Ja. Schön, natürlich dann sind wir immerhin richtig. Es wird so etwas sein. Wir sollten dann... Das ist auf jeden Fall spannender als eine Hexe, die keine Hexe ist und irgendwelche Leute, die einfach Kinder verschwinden lassen. Da ziehe ich doch ein Wesen vor. Ja. Vor allen Dingen ein weiterer Hinweis in dieser Hinsicht ist es eben, dass Madeleine gesagt hat, dass sie auch die anderen beiden Kinder des Grafen schützen wollte. Ja, vermutlich waren sie zusammen dort. Ich würde tatsächlich, wenn wir die Gelegenheit haben, auch die beiden Jungen mal befragen, ob sie uns was zum Verschwinden ihres Bruders sagen können. Ja, dafür müssten wir wahrscheinlich irgendwann nochmal rein, weil ich weiß nicht, wie frei die beiden sind zu spielen. Aber du könntest der eine soll doch auf ein Internat gehen, du könntest anbieten, ihm Nachhilfe zu geben oder etwas Ähnliches. Wenn ihr ein Empfehlungsschreiben schreiben möchtet, als gebildete Dame. Ach, nichts einfacher als das. Dann wäre das vielleicht ein guter Vorwand, mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Ich bin mir sicher, ihr Vater wäre auch sehr erpicht darauf, alles, was ihm helfen würde, seine Kinder in eine gute Schule zu bringen, wahrzunehmen. Ja, und vielleicht, also,
Ist das. Sollten wir dem Priester vielleicht ein Gespräch mit der Dame empfehlen? Vielleicht kann man da ein wenig ihr Seelenheil. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob dieses Verhalten nicht sogar von dem Priester gut geheißen und angestachelt wird. Wir sollten den Priester erstmal kennenlernen. Wir müssen ja nichts von dem Verhalten erzählen, aber vielleicht, also ein Priester, ja. Priester sind doch sehr gut im Zuhören und im viel Salben. Also Seele und Körper und was auch immer. Aber es sind auch Menschen. Ja, aber immerhin Menschen, die zuhören. Vielleicht könnte das ja auch... Ja, es kommt so ganz auf den Priester. Aber ja. Schauen wir einfach mal, wen wir hier haben. Wir lernen ihn kennen. Was mir allerdings etwas Sorgen bereitet, ist, wenn immer so ein Teilkorn Roggen stehen gelassen wird, also das Herz des Feldes, vielleicht um dieses... Vielleicht ist es ein Wesen, das eben diesen Wachstum fördert und die Fruchtbarkeit in diesem Land, das aber sich in diesem Roggen auffällt und deswegen sein Herzstück braucht, um auch im Winter quasi ungesehen überwintern zu können in Roggen, wie auch immer man das sagen möchte. Wenn aber dieser Roggen jetzt 1,80 Meter hoch ist, was bitte ist das denn für ein Wesen, das so hohen Roggen braucht, um sich darin zu verstecken? Wie ich eben schon sagte, selbst auf die Entfernung, ich glaube, etwas gesehen zu haben. Also es war nicht mehr als ein schwarzer Fleck, aber dann war er wieder weg. Ich weiß nicht, ob es das Flimmern der Hitze gewesen ist, aber dass sich tatsächlich etwas bewegt. Was habt ihr denn zuerst gedacht, was das wäre? Eine Vogelscheuche. Sie sind in gewissen Abständen ja aufgestellt dort auf dem Feld. Und die ersten, wie gesagt, das hier Intere, das verschwamm so etwas in diesem Flimmern der Hitze. Aber gut, andererseits... wenn es ein materielles Wesen ist, also welches einen Körper hat, dann müsste es Spuren hinterlassen. Also wenn es mit Füßen auf dem Boden läuft, dann gibt es irgendwo Spuren. Ja, vielleicht sehen wir uns mal am Rand um. Also man muss ja nicht gleich hineingehen. Naja, wir können auch außerhalb der Mittagsstunde, wenn wir den Regeln Glauben schenken, ins Roggenfeld gehen. Hauptsache es ist nicht Nacht. Wer weiß, was dann irgendwo rum. Kreucht und fleucht. Nun ja, offenbar nicht dieses Wesen. Aber ich sehe gern etwas. Vielleicht in der Abenddämmerung. Da ist es auch kühler und aushaltbarer und bis dahin haben wir noch etwas Zeit. Ich vermute mal, dass das eigentlich auch nicht bekannt ist, ob dieses Wesen nachts auch unterwegs ist, denn ich könnte mir vorstellen, dass eine hart arbeitende Bevölkerung auch entsprechend Schlaf braucht und nachts nicht auf die Idee kommt, draußen herumzulaufen. Nun, aber also, es scheint ja irgendwie für Wachstum und sowas, also das würde ja eher mit der Sonne passen. Und die Raben sind auch nur mittags still, wobei die vielleicht nachts schlafen. Aber ja, lassen wir es nicht darauf ankommen, gehen wir vielleicht, wenn wir noch etwas Licht haben. Gut, dann gehen wir zunächst zum Priester oder teilen wir uns auf? Ich würde zum Priester gehen. Ich gehe mal davon aus, dass, ich weiß nicht, haben wir irgendwie eine... Ich hoffe nur, dass halt die werte Frau Gräfin nicht irgendwo ihren Schmerz derart kanalisiert, dass sie nicht irgendwie selber tätig wird, anstatt auf einen Prozess zu warten. Dann ist, würde ich mal sagen, Eile vonnöten. Dass wir sie möglichst schnell dort irgendwie herauskriegen oder so, dass dann... Wo kann ich am besten unterstützen? Ich habe gar für die Gemeinschaft schlicht zum Priester, oder? Gut. Wir schauen uns erstmal die Kirche an und vielleicht ist er ja direkt da und so spricht uns an oder so etwas. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zur Kirche, mal gucken, ob die Tür offen ist. Aber ich gehe mal davon aus, bei so einer Dorfkirche. Das ist offen, ja. Es ist nur die andere Tür. Es ist so gesehen, das Haus vom Grafen ist so gesehen angeschlossen. Ja. Und durch die andere Tür dreht ihr entsprechend dann von draußen vom Hof entsprechend in die Kirche hinein. Gut, kurze Frage für mich, falls das wichtig sein könnte. Ich meine, den Raum, in dem ich die Gräfin gesehen habe bei der Selbstgeißelung, war die so eher Richtung der Kirche oder war das eher einfach irgendwo? Eher irgendwo. Okay. Genau. Aber ist ein guter Punkt. War es denn irgendwie, also warst du was von der Einrichtung noch drumherum? Ich meine, du hast diese Person gesehen. Ich habe tatsächlich. Auf dem Boden saß. Und, ja, aber ich habe versucht, unauffällig zu sein. Außerdem wusste ich, dass Sophia ja nicht so erpicht drauf ist. Deswegen habe ich mich beeilt.
mit Verlaub, ich glaube, Sophie ist so diejenige Person, die man eher als sprichwörtliche Hexe bezeichnet, oder nicht? So das alte Weib, etwas schrullig oder so etwas. Ich würde es nicht als schrullig, sondern als höchst kompetent bezeichnen. Ich wollte gerade sagen, so eine Hexe kann mehrere gebrauchen. Vielleicht in der freundlicheren Version, aber... Aber auf professioneller Ebene, muss ich sagen, habe ich einen gewissen Respekt für sie. Sicherlich, sicherlich. Ich habe sie mir nicht so genau angeschaut. Es ist nun bestimmt ja, ist kühl in der Kirche. Oh, es ist bestimmt kühl in der Kirche, ja. Nun denn, dann ja. Sollten wir vorwärts gehen. Ja, in der Kirche ist wirklich kühl, weil es ist eine schöne, aus Stein gebaute Kirche. Und ja, sie ist nicht allzu groß, also sie hat jetzt effektiv so 3 Bankreihen und dann kommt schon der Altar. Und ja, der Priester macht hier gerade entsprechend Ordnung, sortiert die Sachen, macht entsprechend immer wieder so einen Ritus und singt vor sich hin auf Latein. Oh je. Was singt ihr denn auf Latein? Latein. Klagen. Also schon Latein. Ja. Er singt entsprechend die klassische Litanei mit Gott bewahre uns vor dem Bösen, erlöse mich von dem Bösen und so weiter. Also effektiv einfach nur das klassische Gebet herunter. Während interessante Thematik. Ja. Schutz vor dem Bösen und so. Den Zusammenhang. Führe mich nicht in Versuchung und so weiter. Mhm. Ja. Ich würde mich mal erstmal umgucken und schauen, ob hier irgendwelche Gemälde hängen, beziehungsweise die Fensterbilder irgendwelche Abbildungen oder sowas sind von Szenerien oder ob Roggen auf dem Altar liegt oder sowas, also irgendwas, was uns erinnert jetzt an. Also Roggen liegt jetzt hier nicht auf dem Altar, die Fenster sind aus schönstem Buntglas, was schon eine gewisse Wertigkeit zeigt, weil Buntglas war zum Zeitpunkt noch sehr, sehr teuer. Und ansonsten, wenn du dich so umschaust, du siehst verschiedene Stuckverzierungen, Gesichter von einem blattgesichtigen Mann und anderen Blattmustern, so Reben, so im Stile von Weinblättern und so, die so an den verschiedenen Säulen entlanglaufen. Sehr kunstvoll gemacht. Entschuldigung, Weinreben mit Gesichtern drin. Ja. Du wirst den Wein durch Roggen ersetzt. Alles klar. Und ja, er guckt, als er dann durch die Tür geht und die entsprechend, ja, die macht er, die ist halt sehr, sehr massiv und dann geht sie gut in eure Richtung. Legt dann er legt dann das Stofftücher nochmal aus und dreht sich dann zu euch um, geht dann in der Ruhe zu euch hin. Es ist noch nicht Gottesdienst, die sind zu früh. Gott zum Gruße. Oh, wir sind gerade zu Gast hier in ihrem schönen Dorf und. Aholming. Bitte? Aholming. Genau. Ich habe es nicht so mit Namen, deswegen. Und wir wollten uns erstmal die Kirche anschauen. Wann wäre denn Gottesdienst? Zur Abenddämmerung, wenn die Bauern entsprechend von der Ernte zurück sind und sie entsprechend um Gottes Segen bitten wollen, sind sie gerne eingeladen, hierher zu kommen. Ich glaube, da kommen viele hierher. Die Ernte wird wahrscheinlich sehr reichhaltig ausfallen. Ja, wir sind auf unserem Weg vom Anleger, wir sind mit einem Floß angereist, schon an den Feldern eine ganze Zeit lang vorbei. Das ist ja wirklich beeindruckend, was dort irgendwie an Korn steht. Die Kornkammer des Königreichs. Ja. Den Begriff haben wir heute schon mehrfach gehört. Was sagen Sie denn zu einer Anklage wegen einem Hexenprozess? Gut. Ich würde entsprechend mich vom Suchen nicht dazu äußern. Gäbe nur Ärger. Dann würde ich doch bitte darum bitten. Eugen, der Brief einmal oder das vorzeigen. Also los, raus mit der Sprache, Pfarrer. Ich hol den Brief raus. Wir wurden im Auftrag der Bayerischen Krone entsendet, um etwas Klarheit in die Umstände hier zu bringen. Wenn ihr uns also eure persönliche Meinung, auch wenn es nur eure Meinung ist, mitteilen könntet, wären wir euch sehr verbunden. Ja, dann möchte ich dazu nicht äußern. Selbst wenn der Klerus
hier in Bayern nun entmacht und enteignet wurde, habe ich immer noch das Recht, mich auf meinen Status zurückzuberufen und zu sagen, ich möchte darüber nicht reden. Natürlich. Aber ihr dürft ihn natürlich versuchen zu manipulieren. Ich wollte sagen, das ist aber dieses Ding hier. Also, ich würde versuchen, ihn irgendwie logisch hergeleitet dazu zu überreden, dass das sehr sinnvoll ist und dass auch wir der Verschwiegenheit unter, wie sagt man, verpflichtet sind. Verpflichtet sind. Genau. Was muss man über manipulieren? Ne? Manipulation. Ja. Empathie. Ich glaube, wir sind nicht die empathischste Gruppe. Nee, Anna-Maria, das war richtig deutsch. Boah, ich habe 3 Erfolge. Wow. Wow, what? Okay. Krass. Mit Vergiss logischen Empathie. Rückschlüssen funktioniert Logik, das auf einmal. Logik trumpft alles. Andere Charaktere versuchen immer, die Leute zu inspirieren mit entsprechenden Attribut, Talent, dass es geht. Ich habe schon mit Empathie auch gewürfelt. Ja. Es gibt manchmal entsprechende Talente, um statt manipulieren etwas anderes zu würfeln. Mhm. Nach längerem Hin und Her sagt er nur, man, früher hatten wir entsprechend hier, also dieses Dorf war ursprünglich mal unter kirchlichem Besitz. Wir wurden entsprechend waren wir dafür zuständig. Und naja, der König hat uns entsprechend ja die Güter hier abgenommen im Rahmen der Säkularisierung. Möge dieser kleine Zwerg von Franzose möglichst lange in seinem Exil verweilen. Bei Gott! Weil im Rahmen dieser Säkularisierung war Teil des, dass Napoleon dafür gesorgt hat, dass Bayern existiert in dieser heutigen Form. Aber er meinte nur, natürlich wäre ein Hexenprozess immer noch sinnvoll gewesen, aber leider ist das halt nicht mehr Stand der Dinge. Sinnvoll gewesen? Ja. Gut. Ja, ich habe schon der Gräfin gesagt, es wäre sinnvoll, solch heidnische Rituale generell zu verbieten. Welche heidnischen Rituale? Ja, was diese Magd, Madeleine hieß sie, glaube ich, gemacht hat, ist ja bodenlos, dass man... Aber sie sagte, sie war von der Erzählung Mose inspiriert und hat nur versucht, die Kinder des Grafen zu schützen. Aus einer eurer Predigten. Also sie hat es natürlich völlig fehlinterpretiert. Dennoch liegt ein... Fehlinterpretiert ist biblische... kurz gesagt. Letztendlich ist das überhaupt nicht ihre Aufgabe. Das ist Teil des Klerus, dass wir dafür sorgen, dass hier entsprechend fürs geistige Wohl gesorgt wird und die Dämonen fernbleiben. Mhm. Aber glaubt ihr denn mit eurem Wissen wirklich, dass sie etwas damit ausgelöst hat, wenn sie Kringel über Türen malt, mit einem Huhn, das fürs Abendessen vorgesehen ist? Wahrscheinlich nicht, aber wäre den Anfängen. Okay. Sagt, wenn ihr erzählt, die Kirche war früher quasi Eigentümer von Aholming, habt ihr dann Aufzeichnungen darüber, was es mit dem Herz des Feldes auf sich hat? Weil das ist ja dann wohl ein Brauch, der unter kirchlicher Führung... Davon höre ich zum allerersten Mal. Die Bauern waren dafür selbst zuständig, ihre Felder zu ernten. Sie mussten nur entsprechend ihr Zehnt entsprechend an die Kirche abtreten. Okay. Wo ihr gerade erwähnt habt, irgendwie Maßnahmen zur zur Forthaltung des Aberglaubens, denn was für Maßnahmen ergreift ihr da so? Was für Maßnahmen er ergreift, um den Aberglauben fernzuhalten? Nun, es hilft nichts anderes als entsprechend Gebete, Gottesdienste und die Bildung der Bürger hier hochzuhalten. Man muss ihnen das Wort Gottes erklären und so. Dann wäre meine andere Frage, gibt es denn Aberglauben-Rituale, also aber geliebter Aberglauben hier, der halt durch die Kirche entsprechend getilgt werden muss? Nein, natürlich haben wir dafür gesorgt, dass hier keinerlei solche Aberglaube praktiziert wird. Jedenfalls wäre das signifikant. Ich würde es auch missbilligen. Ich würde entsprechend die Gräfin darauf zu anleiten, dafür zu sorgen, dass das eingedämmt wird. Sorgt nur für Unmut und für Gottes abfälliges Verhalten.
Ja, da gebe ich euch recht. Eventuell ist einfach dieses gottesabfällige Verhalten auch der Grund, dass uns Gott entsprechend bestraft und die Gräfin um ihren Sohn gebracht hat. Nach unseren Informationen ist das Kind vorher verschwunden. Sie sagten selbst, die Leute begehen seltsame Rituale. Wahrscheinlich waren sie nicht gottesfürchtig genug. Sehen Sie denn einen direkten Zusammenhang dort? Also haben Sie irgendwie einen direkten Anhaltspunkt, dass die Magd mit Verschwinden des Kindes zu tun hat? Leider nicht. Hat man denn zum Beispiel ihre Wohnstadt durchsucht? Wahrscheinlich hat man sie durchsucht. Hat man denn andere Hinweise auf Hexenbrauchtum gefunden? Auch leider nicht. Deswegen war es ja so wichtig, dass wir den Prozess richtig führen. Ihr sagt leider, aber da ist es doch gut, wenn keine Anzeichen von heidnischem Kulturgut wäre den auftauchen. Anfängen, mein Sohn. Wären da nicht irgendwelche Exerzitien oder so etwas besser gewesen, sie auf den Weg des Glaubens zurückzuführen? Das haben wir versucht. Eine entsprechende Neutaufung war leider nicht sehr erfolgreich. Sie hat sich sehr energisch gewehrt. Oh Gott. Okay. Nun gut. Dann, ich gucke so zu euch, als ob ich glaube, dass wir hier noch was rauskriegen würden. Dann habt Dank für eure weisen Worte. Bittet euch vor den Bösen. Ja, ihr auch. Seid ihr mit ja Gottes hier? Mit Gottes Hilfe tun wir das auch. Ja, in dem Gotteshaus gut aufgehoben. Ist man denn dauerhaft in so einem... weiß ich das vielleicht sogar? Also sind Priester, werden die nach wie vor... Also wurden die damals auch schon versetzt, immer mal wieder woanders hin und so? Oder ist ja. Okay. Dann frage ich ihn, wie lange haben sie denn hier noch? 15 Jahre. Außer man gibt mir eine höhere Weihung und beruft mich in die Erzdiözese nach Freising oder München. Wie alt wirkt er auf uns? Anfang Mitte 30. Okay. Also nur ein paar Jährchen älter als wir jetzt, ne? So ungefähr. Ja. Ja. Mhm. Quasi ein ganzes Leben dazwischen. Naja. Okay. Gut, dann. Ja. Gehen wir wieder raus? Okay. Ich gesagt. Ich bin ein bisschen traurig, dass es draußen wieder so heiß ist und wir dieser kühlen Kirche entkommen, aber ich bin auch sehr glücklich und wende mich den. Ich werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass dieser Herr nach Freising versetzt wird, aber auf gar keinen Fall nach München. Er wäre ein guter Kandidat, die Inquisition wieder aufleben zu lassen. Wollen wir das? Nein. Nein. Natürlich nicht. Er scheint etwas antiquiert in seinen Ansinnen zu sein. Ich bin mir sicher, dass er schon in zu engem Kontakt ist mit der Gräfin. Ich würde meine Idee von vorhin gerne revidieren. Ich glaube, es sollte sich ein anderer um sie kümmern. Ich würde gerne sagen, das überrascht mich, aber tut es nicht. Na, nicht, dass sie am Schluss zu zweit in dem Zimmer sitzen und sich geißeln. Das schlägt mich nicht als jemand, der sich geißelt, aber jemand, der andere Leute dazu bringt, sich zu geißeln. Ja. Ja, tat. Also, wenn sie selber die Entscheidung trifft, sich selber zu geißeln, dann ist das ja eben, wie schon gesagt, ihre Entscheidung. Aber wie gesagt, ich hoffe nicht, dass, wenn ihr jetzt mit der Gräfin irgendwie... Je nachdem, welche Literatur Sie hier haben, es gab ja dieses Buch Maleficum Maleficarium, der Hexenhammer. Mhm. Wenn Sie das anwenden, das ist ein Inquisitionsbuch, das nicht, dass Sie irgendwelche Hexenproben machen mit ihr. Aha. Ich hoffe, Sie kommen nicht auf sowas. Naja, Sie haben ja schon versucht, sie nochmal zu taufen. Es war ja scheinbar nicht sehr erfolgreich. Das würde die Hämatome erklären. Je nachdem, wie lange Sie taufen wollen. Ah, vielleicht eine traditionelle, zurückreichende Taufe, wo man sie im Fluss irgendwo untertaucht? Gut, das ist jetzt die Frage, wie wäre jetzt hierzulande irgendwo
der Taufritus? Einfach, also wenn man ein Baby hat oder so, dass man dem so ein bisschen Weihwasser über den Kopf gießt oder so? Oder gibt es hier irgendwo andere... Ist das nicht noch die Zeit, wo man die Leute so richtig hart runtertaucht, dass sie keine Ja, genau, kriegen? Genau, sowas. Da gibt es verschiedene Varianten davon. Ja. Ha, okay. Denn dann, das würde, ne, wenn sie halt, dass sie befürchtet, man würde sie ertränken oder so. Das ja, aber ihr seid ja mitten weit weg vom Fluss, deswegen. Ja, ja, also wenn es in der Kirche ist, dann kriegen die ja tatsächlich nur irgendwie Wasser. Oder? Okay, gut. Dann weiß ich nicht. Wir haben jetzt noch Anhaltspunkte, die Gertrude und eventuell mal mit den Kindern reden, was allerdings ein bisschen Vorarbeit braucht. Ich nehme mal fast an, das können wir nicht vor dem nächsten Tag angehen. Oder ist das, ich weiß gar nicht, sind wir so zeitkritisch, dass wir das heute alles durchboxen müssen? Also, den Ingame-Tag. Nö, das muss es nicht sein. Okay. Gut. Also jetzt, wie gesagt, jetzt ist ja mittlerweile Nachmittag. Damit lässt es auch ist es immer noch heiß, aber die Sonne sticht wenigstens nicht ganz so unangenehm von oben herunter, als er auf dem Platz wieder steht. Die Frage ist jetzt, ob wir wirklich uns durchfragen, wenn wir nochmal die dann Gertrude sprechen wollen, oder aber... Ich würde gerne sagen, nutzen den Kontakt, den wir haben, und ich würde Seppi mal drauf ansprechen. Ja. Ansonsten würde ich halt sagen, dass Gertrude vielleicht eine von denjenigen ist, die nachher zum Gottesdienst kommen. Da kommen sowieso alle zusammen. Also wenn wir noch irgendwen sprechen wollen, können wir die da halt irgendwie... Ich würde sie aber, glaube ich, vorher abfangen wollen. Gesundheit. Okay. Das macht das Korn. Das ist staubig. Allergien. Ich komme aus der Stadt. Ja. Ach, dann lassen wir uns doch von Seppi zu dieser Gertrude führen, und ich glaube, es ist eh angenehmer, wir sind irgendwo drinnen und nicht hier draußen, und dann ist es vielleicht auch für sie angenehmer, uns etwas zu erzählen, wenn sie nicht denselben Meinungen wie der Pfarrer frönt. Gut, also der Seppi findet ihr auf jeden Fall wieder beim Wirtshaus. Als ihr entsprechend nach der alten Hebamme fragt, meinte er, da müsst ihr aber, das wird schwierig. Und führt euch derweil schon mal dahin. Die hört und sieht nicht mehr ganz so gut. Also, und die passt, und sei vorsichtig, die hat einen ziemlich starken Griff, die. Und ist auch ziemlich schnell mit dem Stock, wenn man nicht schnell genug außer Reichweite ist und wenn man zu frech ist. Wir werden unser Tunlichstes machen, um sie nicht zu beleidigen. Oder ihr zu nahe kommen. Ich nehme mal meine Arzttasche mit. Vielleicht habe ich ja noch eine Salbe für irgendetwas, was sie uns gütig stimmt. Ja, er führt euch so ein bisschen aus dem Dorf heraus und zu einer einsamen kleinen Karte, also wirklich so ein kleines Häuschen, was nur ein Raum ist. Und das ist einfach nur relativ baufällig alles. Und ich meine nur, Vorsicht, die Tür fällt manchmal aus dem Angeln. Okay. Ich bin nicht hier, sonst kriege ich wieder Ärger und flitze davon. Jo, danke, Savvy. Die Gertrude scheint ja auch einen besonderen Eindruck auf die Kinder zu machen. Ich klopfe mal ganz laut. Kindern. Ja, die Tür scheppert so, sie ist nicht mehr wirklich stabil. Oh. Ja! Hallo, grüß Gott. Wir würden Sie gerne etwas fragen. Ein Gespräch führen. Tut mir leid, wenn wir jetzt irgendwo bei stören. Was ist die Tagen? Frau Gertrud, ich bin Doktorin. Ich könnte Ihnen etwas gegen Ihr Leiden geben. Ich habe Salben dabei und wir würden uns gerne unterhalten. Also man sollte sich vor den Alben sehr schützen, weil die sind echt gefährlich. Ich nicke. Wem nickst du an? Gertrud. Die Tür. Vor der Tür noch. Die Tür. Ach so, ich schieb die Tür auf und nicke währenddessen. Die Tür fällt ja so halb aus dem Rahmen. Oh je. Okay, ich würde sofort zur Seite springen und die Tür auffangen. Sehr gut. Eugen, vielleicht können wir etwas machen, dass die Tür wieder besser schließt. Ich gucke es mir an. Und dann schaue ich die Tür mal an.
ob man da irgendwas mit dem Fahnengriffen machen kann. Der Raum ist ziemlich dunkel, es hängen diverse Kräuter zum Trocknen an der Decke und wenn wir so die halbe Decke ist voll mit diesen Kräutern. Ein kleines Feuer beleuchtet nur spärlich den Raum. Der Rauch hängt unangenehm dicht in der Decke. Und unten sitzt eine putzlige alte Dame, die da mit zusammengeschlagenen Beinen sitzt und gerade so in dem Feuer nochmal rumstechert. Kommt rein! Kommt rein! Ui. Dankeschön. Aber mach die Tür nicht weiter kaputt. Vielleicht schaffen wir es ja, die Tür zu reparieren. Also der gute Eugen hier, der kann da vielleicht helfen. Ich guck's mir mal an. Ja, ansonsten muss es der Alfons machen. Der hat ihm letzten Mal die Tür repariert. Der ist hier der Zimmerer. Wenn er mal freundlich ist. Er schuldet mir eh noch die Geburt vom letzten Enkel. Ja, wir haben gehört, Sie kennen sich mit Kindern aus. Es müssten jetzt mittlerweile über 200 sein. Ja. Es könnte noch 250 gewesen sein. Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Ja, eins ist verschwunden, aber ich glaube, das zählt auch nicht in Ihre Bilanz rein. Wie? Wie verschwunden? Im Roggen. Der Benedikt. Dann heben sich die Augenbrauen und man sieht wirklich so die leicht gelblichen Augen, die da hervorgucken. Offensichtlich entweder grau oder irgendwie so ein Star, der die Augen schon leicht benebelt. Und ja, man merkt so ein gewisses Verwundern, wie Roggen. Wir hatten gehofft, dass ihr uns etwas mehr erzählen könntet über den Roggen. Ja, kennt ihr nicht die Geschichte? Tötet euch deswegen sind Roggen. Wir hier. Ja. Setzt euch. Greift sie irgendwie so nach oben, zieht dann irgendwie so ein Kräuterbündel, wirft es dann in den Wassertopf, der vor ihr steht. Setzt sich möglichst nahe neben Tür. Na, was riecht denn das, was sie da reingeworfen hat? Ja, was hat sie da reingeworfen? Minze. Ja, perfekt, das ist gut. Sie macht Tee. Also ihr kennt das nicht. Nein, wir sind gerade angereist vorhin, heute Vormittag. Wo kommt ihr denn her, dass ihr die Geschichte vom Roggenfeld nicht kennt? Wir sind aus München. München? Da gibt es nur Pflasterfelder. Dann kichert sie so leicht hexner vor sich hin. Ja, das ist auch ein schöner Ort, aber weit weg. Weit weg. Nein. Stochert dann ein bisschen in dem Ding herum. Gießt dann so ein bisschen das Wasser in eine andere Schüssel über. So. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Gut, ihr kennt die Geschichte nicht. Nee, kennen wir nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht, weil... gut, habt ihr schon Kinder? Nein. Ja, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Ihr seid ja keine Kinder mehr, oder? Nein. Es ist so schwierig. Manchmal klingen Kinder wie Erwachsene und Erwachsene wie Kinder. Und manchmal verhalten sich Erwachsene wie dumme Kinder. Wann hören sie endlich auf? Dem schnöden Mammon hinterher. Gesundheit ist viel wichtiger. Und das Leben als solches und den Einklang. Tage werden schwer. Aber wie gesagt, ihr müsst euch, wenn ihr irgendwann Kinder habt, also gut, wenn ihr schon schwanger seid, dann kann ich entsprechend schauen, dass das alles richtig läuft und das Kind sich nicht verdreht und tastet so nach euch. So ein beschämender Blick auf. Und tastet dann Silas so ab. Schwanger seid ihr noch nicht. Ich bin nicht schwanger. Ich kann gar nicht. Entschuldigung, das klang so wie ein junges Ding. Entschuldigung. Nun gut. Also ihr müsst euch dann wenigstens mal keine Angst um eure Kinder machen, dass sie von der Roggenmumie geholt werden.
Wie bitte, der Roggen? Der Roggenmurmel. Das Herz des Feldes. Es steht doch für die Roggenmurmel. Ich habe doch immer wieder den Bauern erklärt, sie müssen wenigstens einen Teil stehen lassen. Sie müssen einen Teil der Kirche geben. Ja, ist ja gut. Das, irgendwie muss man ja die Herren bezahlen, aber man sollte doch auch den Wesen da draußen doch entsprechend auch ein Tribut zollen, damit sie da für ihren Einfluss auch entlohnt werden. Und naja. Weil wenn man das nicht tut und man dann sich in den Roggenfeldern verirrt, dann ist sie nämlich nicht so gut auf uns zu sprechen. Nicht so gut zu sprechen. Dann ist sie hungrig. Hungrig. Und weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal gegessen? Seid ihr schon 2 Monate ohne Essen gewesen? Nein. Nö, ist jetzt noch nicht lange her. Ja, jetzt stellt euch das vor, dass ihr ein ganzes Jahr gehungert habt, weil irgendeiner so dumm war, das Feld abzuernten. Dann holt sie sich ihren Anteil auf einen anderen Weg. Und der andere Weg ist einer der älteren Wege. Die alten Wege sind böse, unheilig. Vorsichtig zur Mittagsstunde solltet ihr da sein, sonst verirrt ihr euch da drin. Und wenn die Muhme aber gut genährt ist, also wenn man das Herz des Feldes stehen lassen würde, unterstützt sie das Wachstum von einem Korn oder so? Also hat sie einen Nutzen sozusagen für das Land? Natürlich. Sie ist viel älter, als man glauben mag. Viel älter als die Kirche. Was sagt man sich das? Aber woher soll ich das auch wissen? Ich weiß es nur von meiner Vorgängerin und sie ist von ihrer Vorgängerin. Und so wird es halt immer übertragen. Sie sorgt dafür, dass die Roggenmumme gut gestimmt und gut genährt ist. Aber sei trotzdem vorsichtig, dass die Kinder sich trotzdem nicht verirren. Weil wenn irgendjemand Dummheiten macht, dann wird das einfach bezahlt mit einer anderen Form. Und also, bitte. Was ist diese andere Form? Wenn wir mal so frei von der Leber wegsprechen können. Kommt ihr nicht mehr lebend aus dem Feld hinaus. Und das zählt nur für Kinder? Solange die Roggenmumme hungrig ist, wird sie nicht aufhören. Sie wird nicht aufhören. Würde sie ins Dorf kommen und irgendwie das nächste Kind irgendwo wegklauen, sozusagen, wenn sie hungrig ist? Nein, sie überlässt nicht ihr Feld. Viel zu gefährlich. Aber der Roggen steht ja wieder. Es war nur über den Winter kein Roggen da. Und jetzt, das heißt, das wird auch. Es ist eine etwas nachtragende Mumme. Und wie schaut denn so eine Roggenmumme aus? Weiß ich nicht. Ich habe sie nie gesehen. Ich erkenne nur die Geschichten und ich sage sie immer weiter, damit keiner meiner 250 Sprösslinge, die ich auf die Welt geholt habe, das Schicksal erleiden kann. Wer nicht reingeht, läuft auch nicht Gefahr, geholt zu werden. Aber, naja, ich weiß nicht, ob die Mumme in dem Sinne aufpasst, wen sie sich holt. Vielleicht wird sie irgendwann aus purer Verzweiflung auch jemand anderen holen, der einfach nur am Feld steht. Kam so etwas schon mal vor? Gibt es irgendwas in der Überlieferung, woher man weiß, wie man so ein Wesen wieder besänftigt? Oder auch tötet alternativ? Töten? Ich weiß nicht, Das wäre so zu fragen, wie tötet man Gott? Oh, recht einfach, indem man alle Bücher verbrennt. Aber... Nein, das wird nicht funktionieren. Das wäre gut, eine gute Idee, dann würden sie vielleicht auch wieder sich den alten Erzählungen zuwidmen. Ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn dann Kinder verschwinden. Gut, wir sollten nicht unbedingt gucken, dass wir das Gleichgewicht, das hier gestört wurde, komplett zerstören, sondern vielleicht das wiederherstellen.
Aber wie denn, wenn doch der Roggen schon wieder wächst? Müssen Sie jetzt warten bis zum Winter, um einen Teil stehen zu lassen, damit es wieder besänftigt ist? Das ist etwas lang. Das wäre halt die Frage. Weiß auch ich, das ist nicht. Ich bin nur eine alte Hebamme, die Geschichten erzählt, damit die Leute sich dran erinnern. Und ihr kennt keine Geschichte von jemandem, der die Roggenuhr nicht richtig gefüttert hat? Nein, wir waren nie so dumm. Gut, es liegt ja anscheinend daran, dass der Graf sich seit 2 Jahren um die Kornernte kümmert und er das eben nicht gemacht hat, dort Korn stehen zu lassen. Wer? Der Graf. Kennt keinen kein Darf. Graf. Graf von Preissing zu Moos. Was er sagt. Wer soll das sein? Nun, der Vater des verschwundenen Kindes. Dann war er dumm, dass er nicht auf die Geschichten gehört hat. Ja, sieht wohl so aus. Das heißt, ihr habt als Hebamme den Konrad, den Benedikt und den Georg nicht zur Welt gebracht? Hat der Graf eine eigene Hebamme? Nein, sie wohnen ja in Moos. Ich würde auch sagen, dass die wahrscheinlich nicht hier zur Welt gekommen sind. Ach so. Sind ja erst seit zwei Jahren hier öfter anscheinend. Ach so. Ah. Genau. Er kümmert sich ja scheinbar erst seit 2 Jahren hier vermehrt drum. Und seitdem wird ja erst das Korn ganz, der Roggen ganz gesch. Ach so, ja, okay, alles klar. Gibt es denn etwas, also, wenn Gertrude, wenn Sie die Kinder auf die Welt bringen, gibt es etwas, das Sie ihnen mitgeben? Ein Schutz, einen bestimmten Segen, den diese Grafenkinder nicht erhalten haben? Segen? Ich finde, Segen müsst ihr euch an den Priester halten. Ich bin nur eine Hebamme. Ja, besser nicht. Okay. Schaffe ich zwischenzeitlich eigentlich was mit der Tür? Ja, du kriegst sie so halbwegs irgendwie zusammengezimmert. Das ist eine Handwerksprobe in diesem System. Ah, okay. Kann ich einfach mal einen Attributswurf auf Präzision machen, vielleicht. Rüste ich was zusammen. Also wäre jetzt so mein Gedanke gewesen. Nee, passt schon. Okay. Medizin, du verarztest die Tür. Das impliziert Dinge über die Tür, über die ich nicht nachdenken möchte. Ja. Wollen wir an dieser Stelle abblenden und dann beim nächsten Mal herausfinden, was ihr herausfinden werdet, wenn ihr versucht, dem Herz des Roggenfeldes und dem Innenleben vielleicht zu begegnen. Hm. Eine Gestalt, die vielleicht irgendwas mit Vogelscheuchen auf sich hat. Ja. Eine Gestalt, die... Was Roggen... Vogelscheuchen. Das wäre mein nächster Vorschlag gewesen, dass wir einfach mal jetzt gegen Abend die Felder angucken. Oder, das werden wir alles beim nächsten Mal herausfinden, wenn wir dann in den Roggenfeld absteigen. Das nächste Mal wird am 16. August sein, ja, also wer wissen will, wie es weitergeht. Jan, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nur einen Witz machen, dass wir dann einen Rock'n'Crawl machen. Ja, 16. August oder 16. Juli? Juli, oder? Du hast eben August gesagt. Sehr gut. Das ist ja früher als gedacht. Ich hatte schon auf Discord August vermerkt. Irgendwie war ich auf August, aber perfekt. Genau. Nächste Woche. Okay. Aber ich muss das noch eintragen. Ja, ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nächste Woche weiter. Genau. Ja, cool. Dann vielen Dank fürs Leiten. Vielen Dank. Ja, danke fürs Leiten. Gerne doch. Sonst bin ich gespannt, wie das Abenteuer diesmal ausgehen wird. Ach, das ist nicht das erste Mal. Nein, wir sind die Zweiten. Wir kriegen das schon hin irgendwie. Genau, ihr geht einen anderen Weg. Und das ist auch völlig gut und auch richtig so, dass jede Spielleitung immer dynamisch auf die Gruppen reagieren kann. Du musst uns dann erzählen, was wir anders da gemacht haben, also genau, wenn wir fertig sind. Ja, es wird gerade schon gefragt, ob du das Abenteuer nachbesprechen und deine Inspirationen teilen möchtest. Das ist schon passiert, weil das ja das Abenteuer vor der letzten Season ist.
das euch verboten ist anzuschauen, aber wer schon mal einen Lösungsweg finden möchte, kann sich gerne auf meinem Kanal umschauen. Ja. Wir werden das dann anhören, wenn wir hiermit durch sind. Ja, das habe ich mir auch schon vorgenommen. Ja, das ist immer das Schöne, wenn man dasselbe Abenteuer mit anderen Leuten sehen darf. Ja, ja, in der Tat. Hat einen sehr, sehr guten Reiz, finde ich. Genau. Mhm. Genau. Okay. Ich bin aber nicht für die Abmoderation zuständig. Das ist dafür ist Shade zuständig, die Leute nach Hause zu schicken. Genau. Oder das zu schicken. Ach, stimmt. Sehr gut, dass du es sagst. Ich vergesse es nämlich sonst immer. Wer ist denn noch da? Wer ist denn noch? 18 Leute haben wir noch im Kanal. Oh, dann schauen wir doch mal, wo wir hingehen können. Na, gucken wir noch. Oh, es ist. Also von meinen gefolgten Kanälen ist tatsächlich niemand mehr. Niemand mehr live. Die sind alle schon. Haben alle schon Feierabend. Im Sonntagabendmodus wahrscheinlich. Tatsächlich, ja. Na gut. Ja, dann. Genau, findet ihr jetzt gerade noch im Chat den Link zu Zeitigers YouTube-Kanal und dem ersten Teil vom Abenteuer. Wenn ich abwarten kann bis nächste Woche. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir allen da draußen schon mal eine gute Nacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Servus.